wieder unterwegs in den guten alten Zeiten und, was ist das denn, Junge, das erste Mount ist am Start. Ehre, was hab ich mich gefreut beim Shoppen und ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Herzlich willkommen zur heutigen Runde SOD. Herzlich willkommen zur großen Runenjagd, denn mittlerweile ist mein Char ja Maximalstufe geworden und hat nicht eine Rune gefunden. Also die aus der ersten Phase ja, in der zweiten nein. Und ich habe bei den Freunden von Wowhit fleißig gewildert und geschaut und dachte mir ja, die sind wirklich in einigen Ecken, wo ich so überhaupt gar nicht war. Darum starten wir heute auch im Brachland. Am nächstbesten Flugpunkt und es gäbe sicherlich Möglichkeiten, das Ganze irgendwie besser zu vernetzen, weil man muss mal nach Desolas, dann muss man mal in die Sümpfe des Elends, danach muss man wieder nach Desolas und so weiter und so fort. Da wir aber, denke ich, eh nicht alle in einem Stream schaffen, machen wir das ein bisschen wilder. Nacheinander weg und weniger durcheinander, um jeden Laufweg irgendwie zu optimieren. Solltet ihr aber vielleicht mit dem Druiden beispielsweise Ähnliches vorhaben, dann kann es sinnig sein, sich im Vorfeld vielleicht einen kleinen Plan zu erstellen oder nochmal einen Videoguide zu suchen, wo jemand bereits diesen Plan erstellt hat, um dann nicht fünfmal zu unterschiedlichen Zeitpunkten in dieselbe Zone zu müssen, ne, um da dann Schritt 1 und für die nächste Schritt 5 und für die nächste Schritt 7 zu machen oder so. Aber ja, das muss jeder dann für sich abkaspern. Wir machen das so, wie es gerade kommt. Das erste Mount ist immer was Besonderes, lese ich gerade, jawohl. Während wir uns auf den Weg machen, in Richtung 1000 Nadeln wäre mein erster Stop heute. Da gibt es nämlich eine relativ leicht zu verdienende Rune, für die wir keine größeren Weltreisen auf uns nehmen müssen. Das erste in Vanilla mit Level 40, das erste Epic mit 60 und dann später das erste Flugmount und auf den Dracheninseln der erste Drache. Immer was Feines, das stimmt. Das war schon immer besonders, das wird auch immer besonders bleiben. Und ich stand auch wieder vor diesem Mount-Händler und habe überlegt, welchen kaufe ich, welchen hole ich. Fand die gepunkteten immer ein bisschen lame. Die erinnern mich mehr an Dalmatina als an irgendwelche Nachtsäbler und darum wurde es damals dieser dunkle und auch dieses Mal ist es wieder der dunkle geworden. 1000 Nadeln. Ja, ich glaube, wir können ein bisschen querfeld einreiten. Ich glaube, die jeweiligen Punkte an den Hordenposten, die müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Vielleicht, da muss ich jetzt ein Stück weit umdenken. Da waren wir ja jüngst auch in Classic HC unterwegs. Und da muss ich doller aufpassen, dass ich hier jetzt nicht dem falschen Ork irgendwie Hallöchen sagen möchte. Könnte unsere Reisezeit ein bisschen erhöhen, wenn ich das vorhaben sollte. Kaino mit dem fetten T3er und der 43. Vielen lieben Dank. Die Antwort auf alles 42 plus 1. Ganz neue Mathematik. Fantastisch. Dankeschön. Ist das ein 60% oder 100% Mount? Das dürften nur 60 sein, bilde ich mir ein, ne? Das 100er kam dann auch erst mit Level 60, meine ich. Und Reisegestalt war 40%. Ich habe ja erst überlegt, ob man das machen darf. Ja, oder ob man dann direkt von der Druidenlobby irgendwie erschossen wird oder so. Aber Reisegestalt ist 40, das hier müsste 60 sein und das Epische ist 100. Es sei denn, und da könnt ihr mich natürlich jetzt gern korrigieren, sie haben für SOD noch irgendwas verändert. Aber das beträfe, meine ich, höchstens den Preis für das Lernen und weniger die Geschwindigkeit. Raymond mit der 55, Hallöchen. Vielen Dank. Ich habe heute was Böses getan, habe mir für 100k einen Full HC Run gegönnt und habe jetzt auch endlich eine der Phyrax-Skin-Versionen. Ehre. Ja, das ist sowieso ein bisschen tricky, ne? Eine droppt, glaube ich, garantiert auf HC. Eine kann auf allen Schwierigkeiten droppen und da fängt die Verwirrung dann ja schon an, ne? Welche habe ich jetzt nochmal woher und welche fehlt mir noch? Und wilde Zeiten. Aber hey, halbe Miete. Gezeddy, wenn du dich reinwaschen willst von deiner Sünde, dann kannst du mir auch 100k schicken. Das ist dann wie so ein, wie hieß das früher, Ablassbrief von der Kirche. Junge, das werde ich demnächst mal anbieten im Handel-Channel. Oh, meine sündigen Kinder, wenn ihr Cellruns kauft und euch schmutzig fühlt, dann lasset euch reinwaschen. Schickt mir einfach dieselbe Menge Gold und dann hat sich das. Easy. Finden sich bestimmt ein paar verzweifelte Seelen, oder? Irgendwie muss das Brot auf den Tisch. Hallo. Hallöchen, lieber Craft, wie geht's, wie steht's? Ja, alles fein. Ich befinde mich gerade in dieser Phase, maybe hört er es ein bisschen an der Stimme, wo mein Körper nicht genau weiß, habe ich jetzt eine Erkältung
Oder ist das noch Hausstauballergie oder fangen jetzt langsam die Pollen an? Das ist ja bei mir immer so ein fliegender Wechsel mittlerweile, ne? Großartig. Und deswegen, ja, beginnt für mich langsam die witzige Zeit des Jahres oder die witzigste. Aber da ist man halt dran gewöhnt, ne? Das ist okay, sage ich mal. Davon ab ist alles fein. Jetzt hat's mich richtig erwischt, hab momentan nur Watte im Kopf. Hoffe, dir geht's besser als mir. Da auf jeden Fall noch. Noch. Gute Besserung. Ich dachte, du stehst schon in Waldracken in der Bank und bist die Ente dort. Hab dir schon so oft Gold gegeben. Das ist auch eine schöne Idee, oder? Onkel Dagobert, jetzt in der 2.0-Version als süßes Entenküken. Nice, und schaut mal, wie wir an allen vorbeireiten jetzt. Schaut sie euch an. Diese Hordler, zu Fuß unterwegs, als Geisterwolf oder wie wir Nachtelfen sagen, lächerlich. Eigentlich wollte ich ja heute im SOD-Stream meine Erfahrung aus der gestrigen Wohnungsabnahme mitteilen, aber ich glaube, Craft gibt mir recht, wenn ich sage, lieber nicht. Ja, Maverick hat heute ein Video von der Wohnung geschickt und das sieht schon so aus, in Teilen wie früher bei Tine Wittler immer, ne? Einsatz in für Maverick Spezial hieß das. Wenn ich bedenke, dass die Wohnung 30 Minuten später an eine Frau mit zwei kleinen Kindern übergeben werden sollte, tut es mir nur leid für die arme Frau. Nun tobt da eine Reinigungsfirma, Donnerstag durch, und vorher sind wir mit der Polizei dort wegen mutwilliger Sachbeschädigung. Geil. Und ich mache mir manchmal Sorgen, wenn mein Kätzchen einen kleinen Kratzer in die Tapete haut, ne? Und andere züchten Schimmel und zerstören mutwillig und verpissen sich dann. Ah, Leute gibt's, ne? Leute gibt's. Holy shit. Das Skin vom HC ist ja quasi das Curve Mount, genau. Sonst gab es da immer irgendwie ein Item, ja, was man, glaube ich, wegbringen konnte. Ich glaube, bei Archie war das dieser Splitter, wo es dann diesen Albtraumelch gab, oder. Und das ist diesmal natürlich passend zu unserem Drachenfliegen. Greift er mich an? Der ruft nicht mal Wachen, die alte Legende, geil. Das war früher immer die Angst, wenn du vorbeireitest und auf einmal hat so ein NPC eine Sprechblase über dem Kopf. Dann wusstest du, oh oh, oh oh, wird gefährlich. Grummel, Meppo, hi. Sind zwar keine 100.000, aber dank dieser Dönerspende ist meine Seele wieder frei von Sünden. Kappa. Well played. Vor allem diese Pause vor dem Kappa, Junge, das hat Robo-Silvi aber richtig gefühlt, die Donation. Siva, vielen Dank, mein sündiger Sohn, für diese wunderbare Donation. Vielen Dank, vielen Dank. Gibt's das auf Twitch tatsächlich auch? Irgendwie so Priester, die dann gar keine sind? Und so Sündenwaschung gegen Donations anbieten? Ich glaube, das wird weggebannt. Hoffe ich? I don't know. In so einer Ecke war ich noch gar nicht auf Twitch. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, was mein Algorithmus tun wird, jetzt wo ich es ausgesprochen habe. Siva, vielen Dank, vielen Dank. Und Curve Mount, ja, das HC Kill Mount gab's ja in den verschiedensten Bereichen bisher und diesmal natürlich passend. Passend zum Drachenfliegen mit am Stizzle, ne? Schöne Sache. Der Skin von HC ist wie Curved in Nialota per Quest, genau, die man direkt nach dem Kill bekommt. Und darum bin ich damit overall auch fein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sich diese Drachenskin-Geschichte irgendwie nach Dragonflight anfühlen wird. Ob man dann wirklich regelmäßig noch seinen Drachen anpasst oder ob sie da lieber jeweils extra Mounts draus machen, das ist vermutlich auch ein Riesenaufwand, ne? Aber da bin ich durchaus interessiert dran, wie das ablaufen wird, weil ich hätte lieber zwei Phyrax und eine Rasa als eigene Mounts und nicht nur als Skin-Option, so wenn Dragonflight vorbei ist. Bin ich mir gar nicht sicher, ob sie da schon besonders viel zu erzählt haben. Aber da finde ich es echt ein bisschen schade, wenn alles, was man sich jetzt zusammengefarmt hat, zumindest diese eigenen Skins betreffen, dass du da nicht 1000 Versionen vom urzeitlichen Protodrachen haben kannst mit Hörner gelb, Hörner lang, Hörner spitz, Hörner kurz, ne? Das ist, glaube ich, klar. Aber diese eigenen Skins, da würde ich schon sehr, sehr feiern, wenn man bei denen normal variieren kann, ohne dann mit dem Char vor allem auch, ja, zurück zu müssen zu dieser Plattform und dann Butz ändern, wieder weg. Das würde mir nicht besonders gefallen, aber vermutlich juckt es Blizzard auch nur bedingt, was mir gefällt und was nicht. Ist in meinen Augen ein Systemfehler. Die Zeit im Sauerstoffzelt, genau. Renne ich dann rum mit so einer Ampulle, weißt du? Klinge ich wie Vader, wenn ich einkaufen gehe. Darum gehe ich auch gar nicht erst einkaufen. Die Leute reagieren ein bisschen seltsam, wenn man dann anfängt, Einkaufende durch die Gegend zu schleudern und so weiter. Das mögen viele Menschen nicht.
Okay, wir sind auf einem guten Weg angekommen. Wir müssen dort tatsächlich runter. Wir müssen zur schimmernden Ebene. Lone Bros Tagebuch. Nein. Wir müssen ganz runter und dort finden wir dann irgendwo einen Bärengötzen. So ähnlich wie wir, glaube ich, einen Eulengötzen. Need RFD. No. Danke. Keine Ahnung. Das ist der nächste hier mit dem Ablassbrief, weißt du? Was ist denn RFD? Rage? Fire? Razor Fen? Dawn? Nee, Down? Was gibt's denn noch mit D? Deutschland. Razor Fen Deutschland, ja. Hügel der Klingenhauer. Das meint er bestimmt. Wow. Der hat safe geschaut, wer gerade im Brachland ist. Da haben die Leute Augen für. Ich sag's euch, ich bin ja gerade auch... Deeps, dankeschön. Ich bin ja gerade auch von Roteran runtergeflogen nach Ratchet und bin kurz übers Eschental. Hat mich direkt Rusty angeschrieben und meinte, Bruder, machst du PvP-Event? Und ich so, na, Bro, ich flieg nur rüber. Die Leute haben das im Blick, ne? Die wissen immer überall, wo, wann genau. Großartig. Aber die Übersicht brauchst du in Classic auch. Ja, das musst du dir antrainieren, damit du natürlich auch schnell die Gruppen findest und die richtigen abgreifen kannst, ja? Fantastisch. Versuch was wert. Aha, siehste. Rusty ist überall. Auch manchmal in euren Badezimmern. Hütet euch. Da fordert er euch zum PvP. So, ja, das vielleicht nicht. Möglicherweise sollte man da dann auch die persönliche Grenze ziehen, wenn wir irgendwann Weak Auron auch in Retail haben. Die uns so einen Timer geben, wann wir pinkeln sollten. Dann ist vielleicht wirklich ein bisschen zu viel, ne? Was seid ihr denn? Level 45. Das machen wir, oder? Mit meinem neuen Mount. Die haben bestimmt gar nicht so eine hohe Agro-Range. Dö. Aber die könnte ein bisschen knapp werden dort von. Vor der kacke ich mir ein bisschen ein. Aber die ist bestimmt eine nette. Ich glaube, die ist eigentlich insgeheim eine nette. Ja, guck mal, 81 Schaden. Ja, das ist okay. Gut, dass wir das nicht direkt mit Low-Level gemacht haben. Sonst wäre das eine recht kurze Reise gewesen. Sieht gerade schlimmer aus, dein Bart. Ist frisch geputzt. Oh, das sind die beiden Extreme. Ja, deswegen müssen wir da direkt einen Riegel vorschieben. Ja. Belastend. Bezüglich Kirche und Ablass. Wenn jemand mal ein eher kreatives Spiel sucht, kann ich nur Four Last Things empfehlen. Im Grunde geht es darum, dass man seine Sünden beichten will, aber das nicht kann, da man die nicht in der Region begangen hat. Jetzt muss man die 7 Todsünden begehen, um dann beichten zu gehen. What? Das ganze Spiel ist dabei in einem Renaissance-Gemälde-Stil gehalten. Gibt's bei Steam für knapp 1,90 Euro. Das klingt sehr wild. Okay, habe ich gerade gar kein Bild zu im Kopf. Habe ich auch noch nie gehört. 1,90 Euro. Naja, wer jetzt sagt, bei eurem Ablassgetorke habe ich Bock drauf, ne? Immer rein da. Gleich den Flugpunkt holen in Tanaris, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Aber lieber Craft, ich glaube, das ist der Stress, der abfällt. Da sagt mein Körper, ey du Kackfritte, mach jetzt mal einen ruhigen, sonst kacke ich dir noch mehr ab. Mal gut jetzt, das kann sein, da muss man hin und wieder auf den Körper hören. Na, ich habe ja die letzten Tage auch so ein bisschen übertrieben, wir haben ja leicht hier und da in den Streams überzogen. Dann habe ich abends noch bis in die Puppen neues Hörbuch eingesprochen. Dann waren hier noch M-Plus-Commentaries auf der hohen Kante und ich war den ganzen Tag nur am Sabbeln. Na, sonst habe ich ja so gewisse Downtimes, wo wir dann keinen Abendstream haben oder. Die hatte ich letzte Woche nicht sofort Hals nur am Burnen gewesen. Ja, ich habe mich schon wieder nur mit Ingwer-Honig-Tee ergossen, damit das irgendwie wieder, ne, so als Entschuldigung an den Körper, damit das irgendwie wieder passt, darf man gar nicht machen. Ja, selbst wenn man Lust hat, wenn man sagt, komm, das passt, nee, man muss da aufpassen, sonst sagt der Körper irgendwann selber, wie hast du es geschrieben, du Kackfritte, mach jetzt einen ruhigen. Ganz genau, kenne ich auch und ich probiere es auch immer wieder. Aber es lohnt sich nicht. Scheiße. Bella mit dem 7. Dankeschön. Konja, hi. Erstmal moin an meinen Lieblingsstreamer und der Army. Hoffe, alles fit bei euch. Bin froh, morgen frei zu haben. Kennst du das, wenn man sich in die Matratze einrollen möchte, weil in die Bettdecke einrollen auch nicht mehr hilft? Oh nein, der Tag war einfach nur Rasagess-Niveau. Räudig. Zum Runterfallen. Zum Wegwerfen, ne? Oh Mann, ja, kenne ich, wenn auch so gar nichts so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder?
Solche Tage gibt es auch. Ich bin dagegen, sage ich. Dagegen. Okay, wir sind jetzt hier angekommen. Und ich glaube, ich bin schon dran vorbeigeritten. Warte mal, die erste Rune, die wir gerade suchen, ist die vom Berserker. Und da müssen wir... Ich bin wirklich dran vorbeigeritten. Ey, Mann, ich bin strunzhol. Aber wir sind in der Nähe, weil das müsste dort oben irgendwo sein. Dort finden wir eine Bärenstatue. Und bei dieser Bärenstatue müssen wir unser Challenging Roar, das ist der AOE-Spot, den müssen wir da irgendwie benutzen oder so. Warte mal. Genau, das nutzen wir da, dann spawnt ein Gegner. Den töten wir. Und der gibt uns so ein Item, bei dem wir dann wieder was Bestimmtes erfüllen müssen. Und viele Leute hier, diese verdammten Nerds. Und dann kriegen wir da unsere Rune. Das ist schon Nummer 1. Also, es kann auch einfach sein, ne? Und danach wird es aber nicht mehr ganz so einfach. Wollen wir ein wenig spekulieren, was wir nachher Schönes ankündigen werden? Ein Shop-Mount. Was würdest du dir für Affixe in den Fated Raids wünschen? Auch wenn sie ja nicht Fated heißen werden. Was würdest du überhaupt nicht feiern? Also ich würde natürlich gerne immer mehr nehmen, na, wenn es um sowas geht. Ich würde gerne noch ein Mini-Raid nehmen. Ja, gib uns irgendwie eine Prüfung von Tür, wo wir alle Aspekte bekämpfen oder sowas. So was richtig Übertriebenes einfach. Was garantiert nicht kommt, aber wo ich Bock drauf habe. Nee, ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Fated Season am Ende von Shadowlands sehr, sehr gut gefallen hat. Und dass ich glaube, dass es eine gute Sache wäre, wenn sie sich echt sehr detailgetreu daran orientieren. So, bam! Hat das jetzt funktioniert? Scheiße, es hat nicht funktioniert. Oh nein. Das Tier wartet. Doch, da ist er. Auf eine Herausforderung. Aha, er hat sich nur ein bisschen feiern lassen. Dachte schon, ich bin zu blöd für eine Zwei-Schritt-Anleitung. Oh mein Gott. Nee, ich fand das ganz gut, dass wir Münzen bekommen konnten. Und für diese Münzen konnten wir dann gezielt Items kaufen. Fand es gut, dass alle Raids aus diesem Add-on nochmal rotierten und aktuell wurden. Und ich fand es gut, dass sie in den Raids ein paar Affixe mit drin hatten. Ja, die dann eine kleine Challenge waren während der Bosskämpfe, aber diese dann auch vereinfacht haben, wenn man sie richtig gespielt hat. Also diese ganzen Grundelemente, ja, die fand ich sehr, sehr gut und brauche da auch eigentlich gar nicht viel mehr. Ich habe viel mehr Angst, dass wenn sie noch mehr Neues mit reinbringen, sich das ein bisschen überschlägt. Ja, dass es dann wieder zu viel wird, zu einfach oder einfach, ja, too much in jederlei Hinsicht und man dann wieder gar nicht weiß, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und darum fand ich auch das Gleichgewicht sehr, sehr gut. Während dieser Zeit Ende Shadowlands. Und darum hoffe ich einfach, dass sie sich wirklich großflächig daran orientieren. Und dann eben Sachen natürlich so ein bisschen neu denken. Ja, diese Raid-Boss-Affixe, Dream-Hallöchen, die hatten ja mit den Ersten zu tun. Ja, mit diesen Zeret-Mortis-Kügelchen vom Ende Shadowlands und so weiter. Und diesmal sind das dann vielleicht irgendwelche Elementarpartikel oder. Und klar kann man dann hier und da noch ein bisschen was verändern, aber overall, wenn sie das wirklich vom Grundgedanken her, vom Keim auf copy-pasten, dann wäre ich damit fein, ja, mit kleineren eben Veränderungen, gerade im Bereich der Themen und der Optik. Und wenn dann noch was dazukommt, na Junge, dann mache ich ja aber Saltos, ja. Verspotte zwei oder mehr Gegner mit herausforderndes Gebrüll und tötet mindestens einen der beiden. Setzt nach 3 Siegen diesen Götzen ein, um eine neue Fähigkeit zu erhalten. Warte, das hat aber 10 Minuten Cooldown. What? Nach 3 Siegen. 2 oder mehr Gegner. Meinen Sie mit 3 Siegen, ich kann auch 3 nehmen, die verspotten und töten, oder ich muss 3x 2 verspotten? Das werden wir rausfinden, aber jetzt ist ja eh noch auf Cooldown, ne? Das können wir, glaube ich, auch nicht tricken. Nee. Na gut, das bringt uns allerdings die erste Rune. Das werden wir also einfach während unserer weiteren Reise immer wieder benutzen, wenn es gerade ready ist. Und würde Zweiteres sagen, ich glaube auch, aber mal sehen. Manchmal macht WoW ja Dinge, ne? Die haben wir gar nicht voraussehen können. Hast du schon alle Sachen vom Event? Ja, ich habe gestern direkt den Hyperspawn genutzt, habe irgendwie in 10 Minuten 20 Portale abgegrindet und das letzte, was mir fehlte, war dieser Gürtel. Und vorher Mount, Pet, Hut, alles dabei gewesen. Das war im Grunde wie das Diablo-Event, ne?
gehst in deinen Dungeon-Browser, gehst in Benutzer definiert, schreibst dann HS für Hearthstone, 20 Gruppen, wenn es gut läuft, wupp, 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 rein, killen, raus, nächste Gruppe, wupp, 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 rein, killen, raus, also das geht schon relativ sauber, ja, insofern solche Hyperspawns bleiben. Ich glaube, ursprünglich war es ja geplant, dass sie nur alle halbe Stunde oder so aufgehen, die Portale. So hat sich das jetzt für mich nicht angefühlt, wenn man da ein bisschen die Serverstrukturen nutzt, die wir manchmal ja verteufeln, aber in dem Fall wunderbar nutzen können, dann ist das ja auch wirklich, ich will nicht sagen, kleiner Braindead Farm, weil war ja schon ganz witzig, auch das Leck-Festival, aber besonders anspruchsvoll ist es dann ja glücklicherweise nicht. Nimm 3, baller Mondfeuer drauf, beziehungsweise zerg sie runter, ca. 10%, dann Bärchen, herausforderndes Gebrüll und den Rest runterkloppen. Ah, okay, das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. 3 Siege, ja. Aber warum runterkloppen? Damit ich sie töte, während der Spott noch aktiv ist, meinst du? 2 oder mehr Gegner. Tötet mindestens einen. Ja, wir probieren das mal. Wir probieren das mal in einem Zug zu machen. Und vielleicht soll ich das nicht in Tanaris tun, aber wir fliegen bestimmt bei der nächsten Location woanders hin, wo das ein bisschen einfacher funktioniert. Die Portale sind gefixt, jede Stunde nun. Ah, laggy ist es immer noch dafür. Oh no, dann hätten sie lieber den Lag entfernen sollen und den Hyperspawn lassen, oder? Scheiße. Wo waren denn die Flugmeister? Draußen nehme ich an, ha? Huh? Im neueren Tanaris stehen sie ja hier mit drin, glaube ich. Boah, oder habe ich vielleicht geträumt? Weil da stand ja dann auch Noggenfogger rum. Aber hier ist der Horden-Dude. Vielleicht ist der Allianz-Dude dann gegenüber, haben sie es so gemacht? Könnte auch sein. Wir reiten mal rum. Wir reiten mal rum. Ah, die Mobs müssen grün sein. Muss ein bisschen challenging sein. Ah, verstehe. Dankeschön. Akia, hallöchen. Andere Seite ist Ali. Gucke, das haben sie gut gemacht hier, ne? Damit die sich nicht 24-7 kloppen. Sehr, sehr gut. Wie geht's? Okay, wohin kann ich fliegen? Jetzt muss ich gucken, wo wir als nächstes hinwollen. Eigentlich Desolas stand an. Mögen eure Reisen sicher sein. Wie kommen wir am besten nach Desolas rüber? Habe ich irgendeine coole Abkürzung? Ich fürchte, nein. Glaube, wir müssen beim Brachland rüber, oder? Steinkrallen? Und dann dahin? Schön, euch zu sehen. Habe ich schon irgendwas? Ich kenne kein... Willkommen. Was? Was ist denn hier los? Man sieht sich. Oh, no. Na gut, andererseits könnten wir vielleicht auch durch Feralas hochreiten, ha? Huh? Maybe ist das eine Idee. Dann machen wir das eben, bevor ich mich jetzt porte und wieder von Ratchet oder so noch durch 3 Hordenposten. Dann reiten wir maybe so rum rauf. Toll, der Ali-Posten hier ist so weit weg auf der anderen Seite, Junge. Die weiß gar nicht, wo die anderen sind. Scheiße, ist auch noch ein guter Flugpunkt, ne? Genau. Können wir Chandris besuchen. Auf Ehre. Melancios mit der 16 am Stissel. Vielen lieben Dank. Es ist wieder soweit. Du weißt, es ist immer 50-50, ne? Dankeschön. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das in einem anderen Phasing noch ein zweites Mal mitzunehmen. Yo, Grummel geht direkt noch einen Schritt weiter. Das haben auch einige probiert. In eine Gruppe rein, den Portalboss, der da spawnt, anhauen, dann die Gruppe verlassen und hoffentlich zu einem anderen gefaced werden, um in einer Portalphase 2 Bosse zu kriegen. Das ist nochmal krasser. Das habe ich aber auch erst gelesen, da war ich schon fertig, Junge. Aber als regulärer Arbeitnehmer hat man eh kaum Zeit, zur vollen Stunde mal irgendwo zu sein. Das ist wohl wahr, ja. Da muss man im Homeoffice gerade eine ruhige Kugel schieben und dann ist das ein perfekter Farm für nebenbei. Aber ansonsten, gefährlich. Gefährlich. Mein guter Craft, mir ist gestern die Erleuchtung gekommen. WoW ist nicht tot, wenn sich niemand mehr einloggt, sondern wenn man sich im Anfänger-Chat die ganze Zeit den Eindruck erweckt, diesen mit Tinder verwechselt zu haben. Boah, ich glaube, es gibt kaum Dinge, die heftigeren Cringe auslösen, als Leute, die irgendwie Twitch oder Games mit Dating-Plattformen verwechseln. Hui, das sind immer starke Schmerzen. Und dann der Anfänger-Chat. Oh, damn, son. Ja, dann müssen wir wirklich so wie bei einem Pferd, das verletzt ist, ne? Eine erlösende Kugel vorbereiten. Dann geht es gar nicht mehr anders. Wir hatten gerade in Sturmwind Massaker. Die Hordler wollten das Hearthstone-Portal mitmachen und dann kamen die ganzen PvP-Ali-Spieler, alles niedergekloppt. Oh no. Ja, ist aber auch mutig als Hordler, muss man sagen, ne?
Ist auch mutig. Die 36er-Tasche habe ich auch bekommen, jawohl. Da kann ich den Zusatzplatz gebrauchen. Ja, geht so. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich da mit dem Main nochmal reingehe, nur für die Tasche, weil ich habe es ja auch auf Ali-Seite gefarmt. Und da habe ich überlegt, ja, mehr Taschenplätze klingt erstmal nett, aber die werden halt effektiv genauso zugemüllt wie alles andere, ne? Und darum war ich mir da nicht ganz so sicher, ob das etwas ist, was ich nochmal mit dem Main hole. Mir fehlen noch so ein paar Karten für den Erfolg. Erfolge finde ich ja immer mäßig interessant, aber vielleicht kickt es da nochmal und ich sage, gut, die letzten 5 Karten farme ich mir nochmal, dann mache ich es mit dem Main und hoffe, dass auch da die Tasche droppt. Dann habe ich noch mehr Raum zum Zumüllen. Aber eine wirkliche Verbesserung der Umstände, ne? Das würde das ja auch nicht bringen. Das Chaos, es wächst. Genauso. Feralas könnte Level 45 und höher sein, da muss ich aufpassen, ne? Da ist ja auch Oger und Yetis, Yeti-Oger, Feendrachen, Oger-Yetis, das ist ganz gefährlich da. War geil, als eigentlich Hordenspieler Brain AFK den Flugpunkt zu holen, hinreiten, Hordenflugmeister rechts klicken und umgehauen werden. Scheiße, boah, das kann ich aber auch gut. Brain AFK WoW spielen, da bin ich auf jeden Fall auch Großmeister drin, muss ich sagen. Ich war mal für einen Freund, wo hast du deine Freundin kennengelernt? In einem Eiscafé nach dem Fußballspielen. So, Altonas, jetzt sag noch was. Ja, das gibt's natürlich auch. Da hast du recht, aber das passierte ja glücklicherweise auch nicht, weil wir WoW mit einer Flirtbörse verwechselt haben, sondern weil wir monatelang zusammengespielt haben und dann irgendwann dachten, hey, eigentlich finden wir uns ganz nett. Das ist zumindest für mich nochmal was anderes, als dann zu sagen, ey, irgendwer Bock hier im Plus zu machen und dann zu bumsen, Alter. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, differenzieren müssen. Ich hoffe, die rennt mir jetzt nicht hinterher wegen dem Satz gerade. Oh Gott, doch, die haben alle Bock hier in 1000 Nadeln, Hilfe. Aber das ist natürlich dann etwas, was sehr schöne Folgen haben kann. Und vielleicht unterschätze ich es auch. Vielleicht unterschätze ich es auch und möglicherweise bin ich da auf der falschen Fährte. Und eigentlich sollten Games und Twitch-Chats mehr wie Tinder und Dating-Portale sein. Aber noch weigere ich mich, das zu glauben. Oh ja. Normaler Samstag, erst Onyxia und dann Poppen. Mhm. Was wäre, wenn wir uns küssten, während 30 Welpen pro Sekunde um uns spawnen? Das ist wahre Liebe. Mama, wie hast du Papa kennengelernt? Na, wir sind gerade eng umschlungen, im Atem von Onyxia gestorben, mein Sohn. So ist es geschehen. Ja, so kann es manchmal laufen, oder? Medivac mit dem 7. Dankeschön, Dankeschön. Irgendwie schon fies. Allies können beim Hordenportal locker... Das war ein Buff oder was? Hä? Junge, ich dachte, es war ein Arkanschlag und ich sterbe. Hilfe. Schon fies. Allies können beim Hordenportal locker mitmachen. Keine Wache, nix. Wenn du als Hordler beim Alli-Portal mitmachen willst, dann ist das ein bisschen kniffliger. Ja, Hafen von Sturmwind, ne? Oh, oh, oh. Wäre doch eine coole Kanalpunkte-Option. Man kann für 10.000 Punkte 2 Taschenplätze für 24 Stunden in Crafts Tasche reservieren und so freihalten. Ich habe gestern bei den Kollegen von Bonjour gesehen. Die haben irgendwie so ein Inventar-Manager-Game gespielt, wo du dein Inventar managen musst mit Items. Und dann kämpfst du gegen andere. Und wer das bessere Inventar-Management hat, gewinnt. Das wäre auch was für mich, glaube ich. Müssen wir bestimmt auch mal spielen. Cuddly mit dem 3. Dankeschön. Geht heute auch die ein oder andere Inni? Ich denke nicht, tatsächlich. Danke für deine Anfrage. Aber da ich keine EP mehr brauche, sind Instanzen für mich direkt schlagartig uninteressanter geworden. Darum, wenn wir in eine Inni rein müssen für eine Rune vielleicht. Ansonsten sehe ich da jetzt keinen wirklichen Bedarf mehr. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal twinke. Du hast einen Fußball angefasst. Ich habe früher sogar Fußball gespielt. Ja, ich war draußen, habe mich im Wald mit Stöckern gekloppt, habe Fußball gespielt, Basketball. Habe Kung-Fu gemacht, jahrelang, sogar zweistelliger Jahresbereich, ne? Also der Boy war auch aktiv, ja? Und dann kam's Internet, so, und war keine Nötigkeit mehr, aktiv zu sein. Dann konnte man viel mehr und viel cooleres machen, ohne draußen im Wald mit 100 Zecken an den Beinen zurückzukommen. So eine Scheiße, Junge. Frechheit. Guten Tag, hoffe, dir geht's gut, ja, hoffe, dir auch.
Ich muss nur noch morgen arbeiten, dann anderthalb Wochen Urlaub. Außerdem, was ist dieser Dating-Bums-WoW-Talk? Ja, der ist wichtig und nötig, na? Damit die neuen Spieler auch gleich wissen, wie das läuft hier bei uns zu Hause. Zu Hause in Azeroth, Junge. Da folgen wir noch festen Regeln. Da ist die Welt noch in Ordnung. Die sind alle grau, die kann ich gar nicht für meine Krone hier benutzen. Das ist alles nicht schön. Frechheit. Hatte meine letzte große Flamme in Overwatch kennengelernt. Ich der Reinhard, sie die klassische Mercy. Da hatte eine Freundin von uns beiden gekuppelt. Hat leider nicht gehalten, aber was willst du machen? Ja, und das doch dann auch sowas, was sich mehr oder weniger passiv entwickelt hat. Über eine Freundin. Ja, und das gibt es ja immer wieder. Es gibt so viele Leute, die sich übers Internet kennenlernen. Egal ob in einem Knuddels.de Chatroom, in WoW, League of Legends, Overwatch oder wo auch immer. Aber ich kenne bisher nicht eine Geschichte, die so giga-cringe angefangen hat, dass jemand aktiv random auf jemanden zugeht. Und dann irgendwie so, hey, so für meinen nächsten M-Plus-Run, nices E-Girl, Bruder, was los? Also, das ist glücklicherweise etwas, was mir so nicht bekannt ist, aber vielleicht ändert sich das noch. Da unten ist auch direkt ein Flugpunkt. Ah, guck mal. Die Ali-Seite hat hier unten direkt vorgesorgt. Fantastisch. Hast du alle drei Bücher für die Fähigkeiten? Ich glaube nein. Die können im Friedhof droppen, ne? Da habe ich nur das eine. Habe ich vorhin kurz reingelesen. Sind zwar keine Runen in dem Sinne, aber durchaus Verbesserungen, ne? Für Fähigkeiten, Rets und so weiter. Das könnte sich in der Hinsicht nochmal lohnen. Aber da sehe ich jetzt nach dem letzten Klostergrind gerade noch nicht so am Anfang die Nötigkeit. Vielleicht gucken wir da am Ende nochmal und hoffen, dass wir Glück haben. Dankeschön. Ich habe, Kung Fu, Wing Chun habe ich gemacht, 12 Jahre lang oder so. Und dann hatte ich leider keine Zeit mehr wegen Abitur, das hatte ich immer ein, zwei Mal in einer Woche. Wing Chun Kung Fu, manchmal geschrieben C-H-U-N, manchmal geschrieben T-S-U-N-G, Junge, wie Zung. Ja, gab's beides. Ich hatte das mit C-H gemacht und das war eigentlich ganz cool, da hattest du auch jedes Jahr eine große Prüfung. Da hattest du dann so Abzeichen, die du auf dein T-Shirt nähen konntest, ja. Da hast du dann ausgesehen wie so ein koreanischer General. 1000 Abzeichen, ja. Das war ganz witzig. Da war ich tatsächlich ein bisschen sad, als ich das nicht mehr geschafft habe. Aber leider war es dann so im Abitur, dass wir ja Sportkurse hatten. Und die fanden immer nach der Schule statt. Und natürlich an genau den Tagen, wo ich Training hatte, durfte ich dann bis 18 Uhr Tennis oder so in der Schule spielen. Richtig räudig. Und darum musste ich das da dann aufgeben, aber das habe ich sehr, sehr lang gemacht. Also ich war schon immer Kampfsport interessiert, habe zuerst mich für Karate interessiert, war dann bei einem Probetraining. Bei dem Probetraining wurde dann dem Dude, der jünger war als ich, die Nase gebrochen. Alles war voll mit Blut, hatte ich irgendwie doch nicht mehr so Bock drauf. Dann wollte ich Kendo machen mit diesen Holzschwertern. Da hatten wir genau einen Kurs und der hat dann aber meine Anfrage per E-Mail beantwortet mit ja. Also, sie sind noch sehr jung, sie wären bei uns der Allerjüngste im Kurs, hatte ich direkt gar keinen Bock mehr drauf. Und dann hat sich lustigerweise dieses Wing Chun ergeben und dem bin ich dann viele Jahre lang treu geblieben. Ja, auch da einige coole Leute kennengelernt. Manchmal habe ich sogar versucht, ein paar Freunde aus der Schule mitzuzotteln, da ist irgendwie nie einer länger geblieben, aber das habe ich echt lang gemacht. No, die Horde rennt wieder, oh scheiße. Ja, ich werde verfolgt von Tauren. Ich mach keinen Plus mit euch. Geht weg jetzt. Zu Onyxia gehen wir auch nicht. Mann, falsche Versprechungen hier geschürt. Ich raste aus. Richtiger wäre gewesen, alles war voller Blut, dann erst richtig Bock. Ja, als der schreiend auf dem Boden lag, direkt drauf gestürzt, weißt du. Gleich Leute die Seite getreten. Du Sau! Oh no. Das ist aber eine gute alternative Zeitlinie, muss ich sagen. Ja. Ich weiß noch, wie ich das Zimmer betreten habe, Katzi auf dem Bett gechillt hat und Kraft eigentlich sagte, Katzi haut bei allen Besuchern ab, aber ich konnte ihn streicheln und danach ist er erst gegangen. Ja, auch Katzi wusste direkt Bescheid, ne? Der kannte bestimmt deine Stimme schon, deine Aura. Der hat immer beim Headset heimlich gelauscht. So wird es gewesen sein. So, hier haben wir jetzt mehrere Mobs. Aber ich glaube, wir machen das lieber mit grünen Mobs. Ich glaube, bei den Level 41ern und so
Wenn ich da nicht aufpasse, Junge, dann schallern die mich noch um, während ich hier versuche, die Rune zu holen. Das wäre, glaube ich, auch nicht ganz so gesund. Ich war gestern in einer Gruppe, bei dem ein Hexenmeister, der bis dahin nur Classic gespielt hat, meinte, Erida sei tot, es gebe keine Spieler. Auf Nachfrage, wann die Antwort ist, so zu Beginn von Dragonflight war. Jetzt wissen wir es, Erida ist auch tot, scheiße. Ja, ich meine, viele haben da auch keine Chance, gerade wenn sie zwischen den Versionen sehr häufig wechseln, das irgendwie korrekt kennenzulernen, wenn ich es mal so sagen darf. Weil du natürlich nicht diese Information hast oder schlichtweg nicht so im Deep Dive drüber nachdenkst. Du wirst es vermutlich auf jedem Server in Retail gerade weniger Spieler um dich rum haben als in Classic. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass wir in Retail fucking 50 Server oder so pro Sprache haben und in Classic in der Regel internationale Boote. Und da fängt es ja schon an, von Phasing, Sharding, Layering und Co. mal ganz abgesehen. So, wenn du das alles außer Acht lässt, dann kannst du in der Tat zu solchen Schlüssen kommen. Besonders sinnig oder zielführend dürfte das dann aber nicht sein, ja. Das ist dann eher so, ich will, dass das so ist und dann kannst du dir dein eigenes Narrativ drumherum spinnen. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ja. Würde ich eher von abraten. Ich überlege, ob ich Classic mal probiere. Was hat das mit diesen Runen auf sich? Wir haben ja mehrere Versionen von Classic, ne? Wir haben das normale Classic, wie früher. Wir haben Votika Classic, was dann die alten Wrath of the Lich King Zeiten wiederbelebt, was bald zu Cutter wird, ne? Was sich auch im Rahmen der Classic-Version weiterentwickelt. Wir haben Classic HC, wo du deinen Char nicht mehr weiterspielen kannst, wenn du stirbst. Und wir haben SOD, Season of Discovery, wo wir eben in verschiedenen Seasons, gerade ist maximal Level 40, davor war es 25, Neues in der Welt entdecken können. Verschiedene Events, gerade im PvP-Bereich oder eben Runen mit neuen Fähigkeiten, die du dann in deine Rüstungsteile sockeln kannst, um diese Fähigkeiten aktiver wie passiver Natur zu bekommen. Die sind verbunden mit verschiedenen kleinen Questreihen in der Regel oder wie gesagt Events und fügen natürlich ein bisschen mehr neues Feeling doch mit rein. Deswegen reite ich hier auch gerade sämtliche Ländereien ab, um an den Bums ranzukommen. Weil andere das schon für mich discovered haben und ich jetzt nur noch Guides zeugen muss, Ehre. Ja. Und dann gibt es eben so Spielchen wie, was mal ein Dungeon war, ist jetzt ein Raid. Ja, in Season 1 war das die tiefschwarze Grotte, jetzt ist es Gnomeregan als Endgame-Raid für Stufe 40. Und so geht es da immer weiter. Also hast du nicht nur zwei große verschiedene WoW-Versionen im Sinne von Retail und Classic, sondern auch mittlerweile eine gute Handvoll verschiedene Classics an sich. Kann sich also in der Tat lohnen, sich da entweder ein bisschen Zeit zu nehmen und alles in Ruhe zu erforschen oder sich im Vorfeld zu all diesen einfach ein bisschen was anzugucken, weil jeder davon ist für sich ebenfalls eigen, aber in der Basis natürlich dann immer noch Classic. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Classic, egal in welcher Version, bleibt auch immer erstmal Classic. Man muss aber sehr differenzieren. Crafts und Scheiß Story ist ja auch cute, aber wenn man ununterbrochen spammt, dass man Single ist, dann ist das dieser andere Cringe, ja. Ja, das denke ich. Ich glaube auch, dass alle, die das gerade angestoßen haben, das definitiv nicht ernst meinten. Aber gleichermaßen habe ich mich berufen gefühlt, da nochmal zu differenzieren, weil, ja, das sehe ich ganz genauso. Wo ist mein Frosch, sagt Grummel, mit der 40 am Start. Jawollo, vielen lieben Dank. So, Feralas, langsam hier, hör mal, Mondfederfeste, wo war die denn? Irgendwo am Strand, oder? Vergessene Küste? Oder kam die da oben erst? Kann auch sein. Wir sind gespannt, was ich noch so finden werde, aber in Silithus, da haben wir auf jeden Fall einige Runen, die noch auf uns warten. Und auch einige Punkte, die wir immer nochmal wieder besuchen werden dürfen, wenn ich dann weiter fortgeschritten bin. Da hast du dann irgendwas, was in den Sümpfen des Elends startet, dich nach Arati bringt, dann musst du nach Desolas oder so. Ja, haben sie wirklich, ne, mit dem Discovern, das haben sie auf jeden Fall ernst genommen. Oh ja, da hatten sie Bock. Was hat der Silras noch geschrieben vorhin wegen Kung Fu? Da gibt's ein paar mehr. Nein, ich habe nicht etwa 20 Jahre wegen Schung auf dem Buckel. Aha, Junge, 20 sogar. Junge, der Großmeister. Wie hieß das immer? Wie war der krasseste? Bei Wing Chun, ich glaube, der Sifu. Ja, Sifu. Ich glaube, es gab ein Pokémon, das auch so ähnlich hieß. Das hängt bestimmt zusammen.
Wo sind wir jetzt? Wir sind relativ weit oben. Wiederholbar an die Spitze. Rexa, Junge. Oh, der alte Rexa. Mit Misha. Jo, das war gar kein wilder Jumpscare jetzt. Das war definitiv, was ich erwartet habe zu sehen, als ich die Karte wieder zugemacht habe. Heilige Scheiße, Mann. Rexa, my man. Grüße dich. Ich habe einen Ex von mir beim Counter-Strike-Zocken im TS kennengelernt, waren im gleichen Clan, war unerwartet und ist schon 12.000 Jahre her. Da war WoW noch kein Thema für mich, ja dann kann das auch nichts werden, ne? Wurde komplett ignoriert, wusste nicht mal, was WoW genau ist. Das ist natürlich noch ein bisschen unangenehmer, als die ganze Zeit im Gildenchat zu spammen, dass man ja Single ist. Nicht zu wissen, was WoW bedeutet. Ist das nicht dieses World of Warships? Ja, Bruder, komm. Geh nach Hause, weißt du? Vielleicht sollten wir das Internet gleich kappen. Vielleicht schicken wir dir eine Schere und dann schneidest du alle Kabel durch. Ja. Also, das sind natürlich Zustände. Da kann man sich dann ruhig mal auch eine Runde schämen. Nein, so gibt es natürlich immer noch Leute, ne, die noch nie WoW gespielt haben. Nicht wissen, was das ist. Diese große Zeit des Massenphänomens verpasst. Oder gekonnt ignoriert haben. Tja, für einen selber natürlich immer Kulturschock, ne? Joseph, Fred, Hallöchen. Gerade Zitat im Chat beim Warten auf den Portalboss. Du weißt, dass du auf einem deutschen Server spielst, wenn alle brav vor der Absperrung warten. Und es stimmt. Ja, schön noch in ähnlich farbigen Mounts da aufgesessen, ne? Und dann ab dafür. Großartig. So, sind wir schon in Desolas? Ausgezeichnet. Aber den Weg zur Mondfederfeste hätte schwören können. Ach, da drüben ist das, oder was? Hä, so richtig auf der Insel, Moonspear, tatsächlich. Lull, ich dachte, hier oben kam das an einem Küstenstreifen. Naja, willkommen in Desolas. Ey, da sind wir. Geil. Vielleicht finde ich hier ein bisschen was zum Verspotten. Maybe können wir hier Level 34. Ja, die macht einen guten. Oh, ihr gefällt mir, ihr Zentauren, aber ihr habt auch irgendwelche ranzigen Ads dabei. Das ist pretty scheiße. Aber vielleicht können wir uns die mal holen hier. Die beiden und dann die Tante da oben. Wir testen das mal. Pass auf, wir holen den ran. Und wir holen den ran. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Und dann holen wir dich noch mit ran hier. So, dann kloppen wir euch jetzt halbwegs gleichmäßig runter. Und gucken, dass ich nicht brutal verende. Das ist im Grunde das Ziel jetzt, aber... Oh nein, heilt die? Oh, das ist ein Heilzauber. Oh, du Eklige. Ihhh, ist ja fast so schlimm wie in HC mit dem Endlos-Spawn von den miesen Hunden. Na gut, pass auf. Wir haben jetzt 3. Ja, und 6 Sekunden lang verspottet das. Das heißt, der kriegt jetzt noch einen. Dann machen wir diesen. Und jetzt hauen wir richtig ehrenlos alle kaputt. Ja, let's go. Nein, die laufen weg. Nein, wieso denn nur? Oh, ihr Räudigen, die hauen ab. Ich hasse humanoide Mobs. Junge, diese ekligen Schweine. Und guck mal, wie weit der rennt. Der ist gleich in einer anderen Zone drin. Komm zurück, Mann. Komm zurück. Na gut, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, fürchte ich, oder? Verspotte 2 oder mehr Ziele. Töte mindestens einen der beiden. Ja. Hat das irgendwo gezählt? Inspiriert. Oh, doch, inspiriert. Junge, wir gucken mal wegen unserer nächsten Rune. Und diese fängt an... Diese fängt an mit dem Töten von Zentauren. Okay, sehr gut. Slashway 73, 49. Dann können wir während dem Töten, maybe, bis ein bestimmtes Item drop dort drüben, da können wir dann ja vielleicht in der Zeit gucken, dass wir die erste Rune richtig fertig bekommen. Und dann Abfahrt. Ja, wenn TWW live geht, wirst du dann wieder einen fetten Stream machen. Heißt er mit uns quaken und dann auf Hörbücher switchen. Also erst mit uns quaken. Ja, ich denke schon. Also das hat mir letztes Mal ganz gut gefallen. Auch weil das Support des Streamer am Start war. Wo man einfach richtig ehrenlos reinpayen konnte für ein Haustier. Das war definitiv ein netter Nebeneffekt. Aber auch so fand ich das eigentlich ganz witzig. Auch im Nachhinein gab es eine Menge Feedback. Und war einfach ein bisschen was Spezielles, um den Release zu zelebrieren. Und deswegen nehme ich sehr gern wieder Drops und Support-Streamer-Aktionen, aber selbst wenn nicht, denke ich mal, dass wir das wieder so machen. Ja. Selbst wenn nicht, dann glaube ich, da kriegen wir hin. Linfu war das Pokémon. Linfu und Sifu. Guck mal, ich habe das alles nicht geträumt. Ist das nicht schön?
Ich habe alle meine drei Ex-Freunde in WoW in meiner eigenen Gilde kennengelernt. Alle drei waren ein Reinfall. Verdammt. Was haben die für eine Rolle gespielt? Waren die alle Heiler oder Tanks? Oder haben wir das da irgendwas, womit wir arbeiten können? Damit man weiß, wenn einem irgendjemand sagt, ey, so geht es nicht, ja, dann checkt man direkt die Rolle und sagt, ja, warte mal, du bist hier Heiler. Und du willst mir bestimmt gerade anmachen. Ne, ich will dir nur sagen, dass die Mechanik so nicht geht. Ja, ja, mach mich mal nicht an hier jetzt. Das ist dann direkt die Konsequenz. Das zählt doch. Ist doch fertig. Oh, hat doch gezählt pro Kill. Ah, ich dachte, wir müssen Inspiration stacken. Aber das reicht schon. Ah, lull. Ja, dann hat's doch geklappt. Okay, danke, dass ihr es schreibt. Ich dachte, wir müssen jetzt hier oben... Hatte ich irgendwie so im Kopf, dass das stacken musste. Na gut, dass ihr da seid, Freunde. Wir haben glücklicherweise Experten am Start und das bedeutet, es hat doch funktioniert. Ja! Haha, Zentauren! Nehmt das. Boah. Unsere erste Gürtelrune. Könnt ihr euch das vorstellen? Während wir über Sport geredet haben, das ist ein bisschen cursed. Über Sport und Ex-Freunde, das sind irgendwie keine WoW-Themen. Und trotzdem gibt's die Rune. Danke, SOD. Wenn aktiviert, lässt diese Fähigkeit Zerfleischen Bär und Aufschlitzen bis zu 3 Ziele treffen. Und Zerfleischen Bär unterliegt keiner Abklingzeit. In Katzengestalt werden die Energiekosten all eurer Fähigkeiten um 50% verringert. Hält 15 Sekunden lang an, erfordert Katzenbären oder Terrorbärengestalt. Entfernt sofort Furchteffekte und macht euch während der Dauer immun gegen sie. Boah, Junge. In den schwärzlichen Gürtel rein. Und da ist er. Der Berserker. Ja, für die Bärenform. Ich glaube, den ziehen wir einfach hier oben rein. Wupp, weil da komme ich in allen Gestalten ran. Dann müssen wir jetzt nicht 100-mal umbinden. Siehste, ey, gut, dass ihr das gesagt habt. Imagine, ihr hättet das nicht geschrieben. Und ich mache das nochmal und das wäre nicht gestackt. Junge, dann wäre wieder komplett Katastrophe, ne? Dann wäre das kompletter Matrix-Fehler wieder in der Rübe gewesen. Und hier... Die Penners am Straßenrand. Ja, moin. So. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal gucken, habe ich den Pfeil jetzt zu früh weggemacht, direkt aus dem Effekt, oder sind wir schon da? Wait a second. Slash Way 47 54. Das war die andere. Wir wollten zu 73 49. Ja, müssen wir nämlich noch ein Stück hier rein. Oh, schön in dieses Dorf. Oh ja. Oh ja, da freue ich mich. Und hier müssen wir irgendeine komische Wurzel gedroppt bekommen. Und dann sollte das passen. Ja klar, Gürtel wegen Kung Fu. Oder gibt es da keine Gürtel? Aber oh, ist ein guter Call wegen Kampfsport allgemein. Ja, also wir hatten diese Abzeichen für die Brust. Aber klar, davon abgesehen, Gürtel und Kampfsport. Wow! Geile Connection, ey. Geile Connection. Bestimmt Gnomenspieler. Junge, imagine, irgendwann kommt raus, dass alle Ex-Freunde, die man über WoW kennengelernt hat, Gnomen-Mains waren. Junge, und der ganze Gnomen-Hass ist auf einmal for real begründet. Das wäre richtig insane. Aber ich wünsche es den Gnomen nicht, dass das so rauskommt. Das wäre echt keine gute Überschneidung. Die leiden schon genug, Mann. Ich behaupte, es gibt gar keine Überschneidung. Ja, ganz gewagte These. Vielleicht gibt's die gar nicht. Eine Schriftrolle. Schubidu. Junge, beste Schriftrolle bisher. Shubidu. Shubidubwabwa, ich heiße Angela. Geil. Hoffentlich kriege ich eine Rune, mit der ich mich in Angela Anaconda verwandle. Das wäre erstmal Ehre. Hallo, was vermutet ihr bei der 8-Stunden-Wartung in WoW? Da ist die Samenkapsel, geil. Ja, nix, ne? Hat ja Blizzard selber getweetet die Tage. Dass er einfach dazu dient, kritische Fehler auszumerzen. Darum... Verstehe ich die Spekulation im Vorfeld? Aber jetzt gab es ja eine gezielte Ansage und da jetzt nochmal einen Aluhut aufzusetzen und zu sagen, ja, das ist eine Ablenkung, damit sie da trotzdem einen Shadow Drop raushauen, da bin ich dann persönlich raus. Aber man kann sich nie so richtig sicher sein, ne? Muss rehydriert werden, bevor sie eingepflanzt werden kann. Okay, dann lass mal gucken, wie wir das machen. Und zwar müssen wir zu einem Teich. Und dieser Teich ist bei 70-70. Ja, wundervoll. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und füllen diese Samenkapsel wieder auf.
Junge, wenn ich in Desolas gequestet hätte, dann hätten wir einfach schon 7000 weitere Runen fertig bekommen, ne? So viel dazu. Die Welt ist doch nicht so klein. Leute haben nur ähnliche Namen. Verdammt, wo kommen wir da nur hin? Das müsste wie bei WoW sein, oder? Dass wenn ein Kind geboren wird und du nennst das irgendwie Hans, dann muss das so ein Sonderzeichen im Namen haben. Dann muss das einfach so ein A mit so einem Strich drüber bekommen. So ein Hans, ja? Der Nächste sagt, ja, mein Kind soll auch Hans heißen. Das ist dann Hans mit Z. Der Nächste hat dann noch einen Strich überm Z und so weiter. Das wäre wild. Und da ist der Teich. Wir sind angekommen. Die sind nett, die sind nicht so nett. Aber hier können wir die Samenkapsel auffüllen. Muss rehydriert werden. Wie mache ich das? Indem ich einfach schwimme? Indem ich einfach schwimme. Geil, das brackige Wasser läuft in meine Arschtasche. Und wir haben eine Satyrkrautknolle. Der Setzling einer invasiven Pflanzengattung. Cool, das klingt definitiv nach etwas, was wir einpflanzen sollten. Und das tun wir auch. Und zwar bei 7520. /way 7520. Du möchtest einen Gildeninf. Das kriegen wir auch hin. Boah, so angenehm, wenn das Gildenfenster nicht leckt beim Aufmachen. Junge, Classic. Die schaffen mich. Aber du hast mir einen Link geschickt im Discord. Wait a second. In die 10 Link geschickt. Ah, da. Privatnachrichten. Dort oben. Weng Shong Geschichte. Heftig. Eine Website, die ich noch nie gesehen habe. Das wäre natürlich funny. Aber ich glaube, nein. Junge, das muss aber schon geil sein, wenn du dann irgendwo im asiatischen Raum mit irgendwelchen Erben von den ursprünglichen Erschaffer dieser Kampfsportrichtung trainierst. Heilige Scheiße. Das war auch halber Film dann einfach, oder? Wait, welcher Pfeil ist jetzt der richtige? Scheiße, ich muss, glaube ich, nochmal alle wegmachen. Dann gehen wir nach Sargeron. Ja, 7520 habe ich gesagt. 7520. Das ist irgendwo dort oben. Aber war Sargeron nicht irgendwo hier? Warte mal. Passt das? Da ist der Teich. 7520. Ach, nee, Quatsch. Sargeron ist was anderes. Ich dachte jetzt hier an diesen verdorbenen Dämonenteil. Da unten war das. Aber nee, da oben sind ja die Satyr. Ah, so war's. Direkt Karate Kid Story, ja. Ich sag's dir. Käsefuß mit der 38. Dankeschön. Vielleicht braucht Blizzard 8 Stunden, um das Gildentool zu fixen. Junge, das wäre krank. Imagine. Auf einmal so verlängerte Wartungsarbeiten, dass das Gildentool wieder funktioniert. Junge, dass es weder laggt beim Aufmachen, noch dass man keine Leute mehr einladen kann, sondern dass du quasi ganz normal die Gilde betreuen kannst. Das wäre krass. Das ist schon auch eine verrückte Forderung, ja. Dass Sachen einfach funktionieren. Wo kommen wir da denn hin? Aber das fände ich spannend. Also wenn das danach geht, Bruder, hätte ich Bock. Hallo zusammen. Erstmal 5 Tage frei. Und da mein PC immer noch in Reparatur ist, habe ich gestern angefangen, Skyrim auf der Switch zu zocken. Nice. Ich glaube, Shai hatte den Tag auch wieder Skyrim runtergeladen und erstmal stundenlang versucht, alle Mods zum Laufen zu kriegen, die das Ding dann auch in der Grafikpracht erstrahlen lassen, wo du dich umschauen würdest, ja? Wie, Skyrim ist der 27. Re-Re-Re-Release, weil das 2012 oder so rauskam? Holy shit, die Mod-Community ist da so ehrenlos on fire. Kannst du das pimpen bis zum geht nicht mehr? Und dann sieht das aus, als wäre das gestern rausgekommen, ne? Absolut insane. Aber da war ich immer A zu faul und auch B zu blöd für. Ich habe dann immer nur Mods geladen, wo ich, ja, Naruto-Fähigkeiten hatte. Dann habe ich den Endboss mit Rasengan besiegt oder so. Und dann war ich happy. Das war genau der Scheiß, auf den ich Bock hatte. 2011 sogar? Oh, 2011. Ja gut, ich habe das Weihnachten erst bekommen. Desselben Jahres, aber Weihnachten ist schon ein bisschen nah dran an Silvester und darum zählt das schon als Neujahr, okay? Darum geht es. Nur um die persönliche Wahrnehmung. 2011, Wahnsinn. So, hier sind die Satyr. Und hier müssen wir jetzt unsere Knolle pflanzen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Hier oben müsste ein grüner Kreis sein. Hallo? Irgendwelche grünen Kreise hier, von denen ich wissen sollte?
Hier ist einfach absolut gar nichts. Ich kann die auch nicht benutzen. Scheiße. Die Koordinaten haben mich angelogen. Ich bin ein Aussätziger in der Wildnis. Bist du auch ein Druide? Nee, du bist Schamanin. Na, das juckt natürlich niemanden. Aber da, was ist das? Ein Erdhaufen! Das ist gar kein grüner Kreis. Aber ein Erdhaufen! Sandiger Lehm! Ja, Zwiebelpflanzen. Oh, die dann schön auf dem Mapboot ballern, Junge. Da habe ich Bock drauf. So? Ja, erblühendes Satyrkraut. Das öffnen wir jetzt. Mit unserem Schwengel. Und bekommen einen Stängel. Rune des Träumers, ja. Das passt auf jeden Fall. Ich träume gerne wild umher. Und wir haben Stiefelprägen. Traumzustand. Stiefelrune. Geil. Kritische Treffer eurer Schadenszauber gewähren euch 8 Sekunden lang 50% Mana-Rack. Und während ihr Zauber wirkt. Oh, das ist stark. Während wir Zauber wirken. Da eurem Ziel zugefügte Naturschaden wird außerdem 12 Sekunden lang um 20% erhöht. Alter, das ist ja insane. Kein Wunder, dass die ganzen Eulen anfangs beim PvP-Event alles weggeschottet haben, ne? Sternsug damit rein, endlos Mana-Rack, erhöhter Zauberschaden. Boom. Stiefelrunen-Bill, man kennt ihn. Man kennt ihn. Perfekt. Scheint zeigt, warum Remaster auf dem PC unnötig ist. Ja, auch geil, ne? Lässt man einfach die hauseigene Mod-Community machen und dann passt das schon. Cool, wir haben bereits 2 Runen, Leute. Beste Leben, so lobe ich mir das. Wir bringen uns gerade in Sicherheit. Und dann gucken wir, hier ist Sicherheit, oder? Das hier ist jetzt neue Sicherheit, ausgezeichnet. Und dann gucken wir, wo die andere war. Die startete nämlich auch in Desolas. Und ich glaube, dann sind wir mit den Einfachen durch. Dann haben wir 3 Einfache und dann kommen die Asozialen. Perfekt. Wir starten bei einer Quest. Highway Robbery in Desolas beim Kodo-Friedhof bei /way 4754. Aber bevor wir da hinreiten, war glaube ich hier oben Flugpunkt, ja. Den holen wir uns mal vorher. Weil ich weiß nicht, ob ich nachher noch dran denke und oder ob wir da nochmal vorbeikommen. Yes, yes. Ich habe immer so lange gemoddet, bis das Game dann stabil lief und dann keine Lust mehr. Ich glaube, so wäre es bei mir auch. Oder dann läuft es endlich. Du machst die erste Quest, alles bricht zusammen, keine Mod funktioniert mehr. Junge, und dann hast du irgendwie 3 Tage dran gebastelt, wie an so einem persönlichen WoW-Interface, ja? Hilfe. Nee, da will ich lieber gar nicht drüber nachdenken. Schaffen mich WoW-Addons manchmal schon zur Genüge. Dachte sogar, war 2013 Frühjahr. Meist nur hab's direkt durchgesuchtet mit 12 Stunden plus täglich, ja. Da hat sich's aber auch angeboten, ne? Skyrim, Junge, war auch wirklich eine schöne Zeit. Hatte auch eine geile Box, war für mich kein Digital Download. Dann war noch so ein bisschen die Boxzeit, ja. Hast quasi das Spiel gekauft und dich mit dem Verkäufer dann geboxt. Und das hatte auf jeden Fall auch was, da ist der Flugpunkt. Und dann schön die Disk einlegen, bei der Installation zu gucken und die ganze Zeit die Box hin und her drehen, dieses Artwork aufsaugen und dann ging es rein. Junge, herrlich gewesen. Gajiro mit der 24. Dankeschön. Hatte komplett Skyrim im WoW-Style, waren nur 782 GB mit allen Mods. Alter. Ja, so ein paar WoW-Mods ist das erste, was ich immer gesucht habe. Na, als wir WWE gespielt haben und da so Wrestling-Skins von der Community gesucht haben, haben wir ja auch erstmal Warcraft gesucht und so. Das war damals auch. Und dann bin ich mit meinem Rasengan durch ein nachgebautes Sholo und so weiter gerannt. Das war schon funny, ey. War schon funny. Wo pflanzt du deine Knolle noch so? Ja, überall, wo lehmhaltiger Boden zu finden ist, ne? Lehmhaltig muss er sein. Darum sagt man ja auch beste Lehm. Ja? Da kommt das her. Bin gerade dabei, Last of Us 2 zu gucken und wollte mich bei dir für den Ohrwurm bedanken, den ich seit Tagen habe. Oh nein, die Double Bubble Bong. Danke dir, auch von meinem Chef. Die Double Bubble Bong. Oh ja, fantastisch. Schön, das freut mich, ja, immer gern. Das muss ich demnächst mal in irgendeiner alten Freundes-WhatsApp-Gruppe schicken, weil die haben das, glaube ich, auch alle vergessen. Ich glaube, ich füge auch gar kein Intro bei. Ich schicke einfach eine Sprachnachricht in so eine Gruppe, in der man sich nur noch zum Geburtstag gratuliert. Und schicke eine Sprachnachricht mit die Double Bubble Bong. Und das hören die dann und sind direkt wieder 15. Geil.
Weiß jemand, wie das läuft, wenn das nächste Classic-Addon rauskommt? Muss man da schon einen Char haben oder fängt man echt bei Level 1 an? Also, ey, Rexha again! Die letzten Male war es so, dass der Server, den man jetzt hat, also WTK betreffend, einfach aktualisiert wird. Also deine Chars werden mitgenommen. Ja, der Server bleibt quasi der gleiche, der wird nur geupdatet, wie wenn auch in Retail ein neues Addon kommt. So wie es im Grunde damals war. Ja. Der einzige Unterschied könnte dann sein, dass sie doch noch sagen, was bisher glaube ich nicht so war, wir bringen sowohl diese Aktualisierung von WTK auf Kata als auch Era-Server, sodass man selbst, wenn Kata kommt, immer noch WTK zocken kann. Das ist aber bisher, meine ich, nicht eindeutig geklärt und sieht eher schlecht aus. Und dann gäbe es, glaube ich, die Option, einen Char zu kopieren oder dass du dir aussuchst, auf welchem Server du den jetzt haben willst, ne? Wenn du dann bei so einer Möglichkeit sagst, ich lasse den auf dem WTK-Server, dann müsstest du bei Kata neu anfangen. So wird es aber, denke ich, wie gewohnt so sein, dass du dann eines Tages einfach einloggst und mit deinen Chars, die gestern noch auf WTK waren, jetzt in Kata bist. Skyrim bestimmt 30 Mal neu angefangen und nur einmal durchgespielt. Geil. So war es bei mir aber auch. Also solche Games, die können zwar verlockend sein, was den Wiederspielwert angeht, ne? Aber das Ganze tatsächlich multiple Male so durchzuziehen, das habe ich auch selten geschafft. Bei Games in dieser Größe, oh, selten. Aber auch so mal wieder reinspielen kann ja ganz angenehm sein, ne? Gebrauchsanweisung fast auswendig gekonnt und alle Tipps und Tricks, die dort drin standen, auswendig gelernt. So wie bei den Pokémon-Games, ganz stolz die Gamehülle gehalten, auf dem Rücksitz sitzend im Auto, ne? Und dann schon mal studiert und gelauert, bis man zu Hause ist, dann ging das los. Ah, guck mal. Hier haben wir es. Ein gelöschtes Lagerfeuer. Aha, überm Kodo-Friedhof. Machst du Stress da drüben? Nein. Und ich glaube, das ist unser Startpunkt. Das hier. Straßenraub. Findet jemanden, der etwas über das geplünderte Lager weiß. Ah, cool. Das ist ja nice. Richtig schöne RPG-Quest. Und den finden wir nicht bei dir, du mieser Hund. Ach, die Drecksau. Na gut. Bei 63,39. Ja, ja, hörst du auf jetzt hier mit deinen Blitzen? Fürchterlich, Junge. Was ist er denn für einer? Geh mal nach Hause. Wir haben sogar ein Fragezeichen. Lull. Okay. Wir müssen uns gar nicht durchfragen. Wir werden geleitet. Von Woff selber. I like it. Noch 3 Karten und ich kann endlich wieder was anderes zocken, ohne jede volle Stunde umzuloggen. Daywalker geht schon auf dem Zahnfleisch, ne? Ich hasse das Event, aber ich liebe es auch. Ich muss alles bekommen. Ja, da wissen sie schon, wie sie einen catchen, ne? So sind sie, unsere Blizzard-Freunde. Bin gerade in Deso, kann ich gleich ein Portal nach Stormwind stellen für nach Booty Bay. Dann kannst du erstmal den Ruhestein aufheben. Sie hat ja einen SOD noch 60 Minuten, das stimmt. Ja, das wäre natürlich Ehre. Das fände ich sehr nice, wenn das funktioniert. Gibt es irgendwo eine Auflistung, wo und wann das nächste Event ist? Ich glaube, das ist einfach immer, wie war es im Stundentakt, schon an denselben Positionen, oder? Na gut, vielleicht bin ich da auch nicht mehr up to date, weil bei mir, oh Junge, Ultralack, war es ja noch so wild durcheinander, dass alle 5 Minuten irgendein Portal kam, in allen Bereichen, egal ob weil Drachen, OG oder Sturmwind. Im Zweifelsfall gibt es aber bestimmt eine Weak Aura. Die hatte heute jemand im Discord gepostet unter allgemein. Oder die Freunde von Wowhead haben bestimmt auch wieder so eine Übersicht, ne? Wie mit einem Kochsuppen-sonst-was-Event oder so. Oder ihr wisst es einfach. 18 Uhr vor Orgrimmar. Guck mal. Ihr seid auch Weak Auren, Leute. Ausgezeichnet. Man stelle sich vor, alle Server werden zu Kata. Das wäre Popcorn-Format in der Classic-Szene. Mhm, also die Stimmung, die ist momentan, ich sag mal, so ein bisschen am Kippen in gewissen Bereichen. Ja, und Blizzard hält sich auch vornehm zurück, was bisher Ära, Option und Co. angeht. Was mit ihm jetzt? Maski lädt mich ein. Ja, warte mal, machen wir dasselbe? Muss erst mal gucken, ja. Mach mal einen ruhigen, mein Freund. On the Lam, auf der Flucht sollte das sein. Findet einen der Plünderer in Desolas. Ich glaube, die machen was anderes als ich. Ich glaube, die machen was anderes. So. On the Lam. Und jetzt sollen wir für On the Lam... Ach so, warte, du bist... Ach, Bruder. Das war jetzt die Überschneidung. Ich dachte, hier ist eine Gruppenquest. Wegen Portal. Ja, Ehre. Dankeschön, Dankeschön.
Und damit gehen wir jetzt nach Booty Bay. Okay, deswegen die Portalgeschichte, vielen Dank. Da unten, da haben wir jetzt das Fragezeichen, wunderbar. Ja, dankeschön, sehr cool. Mit Portalservice und so. Ehre. Yo, wann war ich denn hier zuletzt, Mann? Das sieht ja mittlerweile auch ein bisschen anders aus. Ich dachte gerade, scheiße, habe ich das falsche Portal geklickt? Junge, hier ist ja noch komplett klein und eng. Und mittlerweile riesen Portalraum, ne? Wahnsinn, das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich spiele Skyrim eigentlich alle 1 bis 2 Jahre. Hab bisher einen 100% Run mit allen Quests und DLCs, die es gab, auf legendär gemacht. Yo. Ja, ich meine, es sind ja auch Spiele, die an sich schon, ich sag mal, eine Menge Variabilität mit sich bringen bei den Replays, ne? Wenn man jetzt nur auf Schleichen geht oder nur auf Mage oder nur auf Kacke werfen oder so. Das ist ja schon immer etwas, was nochmal dem ganzen Spiel einen anderen Touch verleiht, ja. Ich reiß kurz mit einer Beutebucht und stell dir das nächste. Alter, einfach der Service Mage. Ehre. Guck mal, und Gnom. Seht ihr? Gut, dass wir das vorhin nicht so gedreht haben. Das Schönste, was ich mit Skyrim persönlich verbinde, war die Zeit, als mein Bruder noch in seiner alten Wohnung war. Wir beide auf der Couch, er am Zocken und ich schaue zu. Und dann immer so lange, dass wir beide eingepennt sind. Irgendwann ging das Spiel dann ins Hauptmenü, inklusive der tollen Musik, die einen im Halbschlaf beschallt hat. In Nostalgie-Schwelg. Geil. Ja, so muss es sein, oder? Seid vorsichtig. Richtig ehrenloses Reinsuchten. Liebe ich ja. Event Waldracken, Sturmwind Orgrimmar Waldracken, jeweils zur vollen Stunde. Nice. Bresper hat's auch nochmal geschrieben. Dankeschön. Die Quest ist ganz nett. Eventuell nicht zur Zusammenfassung lesen, sondern auch den ganzen Text. Von hier jetzt? Ah, okay. Machen wir. Danke für den Tipp. Bei Booty Bay stelle ich mir immer vor, wenn man es Social Media konform übersetzen würde, Popöchenbucht. Würde ich feiern. Junge, imagine. Damals mit der großen Übersetzungswelle, wo aus Stranglethorn Valley Schlingendorntal wurde und aus Booty Bay Beutebucht wird einfach die Popöchenbucht. Alter, ob ich dann so lange hätte WoW spielen können, wenn es heißt, wir treffen uns in der Popöchenbucht. Oder wie vorhin, was wäre, wenn wir uns küssen beim Feuerwerk in der Popöchenbucht? Ja? Da sind wir wieder. Oh, da wäre einiges anders gelaufen in WoW. Unpopular Opinion, ich mag Skyrim nicht. Mich spricht die ganze Elder Scrolls Welt überhaupt nicht an. Ja, aber die Elder Scrolls Welt mag dich auch nicht, Domi, so. Ja, tatsächlich, muss ich sagen, hatte ich auch einen schweren Einstieg in dem Sinne, dass es ja doch was anderes war als viele, ja, Games, die ich davor gezockt habe. Dragon Age zum Beispiel, ein WoW, ein Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, was auch immer. Und darum hatte ich hier und da auch mein, ja, Tun, mir die Freude doch zu erhalten, ohne verloren zu gehen in den Möglichkeiten, in der großen Welt, in den Rüstungsklassen oder was auch immer. Und wenn einiges anders gelaufen wäre, dann würde ich das vielleicht sogar heute sagen wie du. Aber ich habe nochmal die Kurve bekommen. Weißt du, ich hatte nochmal Glück. Aber ja, letztendlich, klar, kann nicht jeder mit allem was anfangen, ja? Dann hätten sich nicht alle mit Craft in Goldhain getroffen, sondern in der Popöchenbucht. So sieht's aus. Goldhain und Silbermond brauchen wir gar nicht mehr. Die Popöchenbucht, das ist der Anfang vom Ende. Egal welche Krankheiten in den nächsten Jahren so neu entdeckt werden, egal ob sie ausbrechen oder unter Verschluss bleiben, in der Popöchenbucht haben sie alle ihren Anfang. So ein Ding ist das. Gerade es sei. Ich glaube, wenn ich heute mit Kung Fu angefangen hätte, dann wäre dort auch das Training gewesen. Das wäre der eine Punkt. Bumblebee, hi. Aber wir sind tatsächlich fertig mit den Zentauren, ja. Möchtest du mal anmerken, also Desolas hat gerade überraschend gegönnt. Ich verbinde mit Desolas vieles, aber nicht, dass das eine Zone ist, die gönnt. Gerade wenn ich an Classic HC denke, wo ich froh war, dass ich mal so 2, 3 Naga töten konnte. Und dann sind da diese Elite-Meeresriesen rumpatrouilliert. Uff, ganz belastend. Und was ich cool finde, was in Classic auch deutlich mehr passiert, auch weil ja mehr Leute aufeinander klucken, ne, internationale Server, ihr wisst Bescheid, hatten wir vorhin besprochen, aber wie viele du auch fliegen siehst, ja,
auch wo wir hier gequestet haben bei den Raptoren, wie viele so an uns vorbeigeflogen sind. Ich finde das immer geil. Das sind auch Leute, die sich gerade aus der Hauptstadt irgendwie auf ins nächste Abenteuer begeben. Also, klingt vielleicht ein bisschen, bisschen cringy. Aber ja, so ist es halt. Ja? Die machen sich auf zur nächsten Quest. Die haben auch zu tun. Ja? Das ist wie wenn du im Feierabend im Auto sitzt, gerade Stau an irgendeiner Kreuzung und guckst dich um und hast so einen mystischen Moment, wo du denkst, boah, in jedem Auto sitzt irgendein Mensch, der gerade in sein eigenes Zuhause fährt, morgen wieder zur Arbeit, sein eigenes Leben führt, seine eigenen Träume und Ziele hat und so. Und dann, wupp, 3 Sekunden später Ampel grün, egal, weiter geht's. So ist das bei mir dann auch, wenn Leute so en masse gefühlt vorbeigeflogen kommen. Und hier sollte jetzt die Tante sein. Irgendwo da unten, ja. Und wir wollten in die Quest mal reinlesen. On the Lam, ja. Haben sie hier gar nicht übersetzt im Questdog, geil. Findet einen der Plünderer von Desolas. Ja, wir hatten ja dieses große zerstörte Lager gefunden, ne? Ich habe einige Szenen, wie ihr sie beschreibt, gefunden, Blätterbernd. Es sind immer Lager von Menschen und Zwergen. Es gibt Gerüchte unter den Karawanen, dass es eine Gruppe von Plünderern der Horde war. Den Opfern und der Brutalität der Angriffe nach zu urteilen, scheint das wahrscheinlich. Anscheinend sind die Banditen nach Desolas geflohen, nachdem ein Marschall der Allianz ihnen auf die Spur gekommen ist. Ich würde es mit einer Hafenstadt versuchen, wenn ihr einen von ihnen aufspüren wollt. Da wimmelt es immer von zwielichtigen Gestalten. Vielleicht erwischt ihr einen beim Versuch, ein Boot nach irgendwo zu bekommen. Mogra. Aha. Tokal. Braucht ihr etwas? Macht es kurz. So kämpft denn wohl. Eine Kirsche für eure Gedanken. Gehört ihr zu dem Marschall? Nein? So seht ihr auch nicht aus. Die Gerüchte, die ich gehört habe, sind nur zur Hälfte wahr. Ja, wir haben Lager der Menschen und Zwerge geplündert, aber wir haben es nicht für die Horde getan. Wir wurden privat angeheuert. Ich erzähle euch die ganze Geschichte, wenn ihr mir einen Grog ausgebt. Big Lore, Bruder. Das muss dieser Fraktionskrieg sein, von dem wir immer hören. Einen Kirschgrog. Kraft! Wo kriegen wir den denn her? Gibt's den hier? Die besten Angebote, weit und breit. Kirschgrog? Tatsächlich, da ist er, Junge. Können wir uns einwandfrei. Wo bleibt mein Grog? Ja, sorry, dass ich 10 Sekunden weg war. Möge eure Klinge niemals stumpf. Ja, genau das brauche ich jetzt. Also, wo war ich? Vorwärts zum Sieg. Keine Ehre unter Dieben. Wie gesagt, unser Boss war nicht von der Horde. Sie war eine Nachtelfe namens Ilari Dämmerfeder. Sie hat uns Informationen zu den Lagern gegeben und uns das meiste der Beute behalten lassen. Sie hat nur einige der wertvolleren Funde behalten. Als der Marschall uns auf die Spur gekommen ist, hat sie uns zurückgelassen. Ich kenne ihre Motive nicht, aber ich glaube, wir sollten als Sündenbock herhalten. Ich bin nicht nachtragend, aber ich würde niemanden aufhalten, der sie finden will. Wenn ihr sie sucht, sie hat einmal von einem Versteck irgendwo in der Nähe des Arati-Hochlands gesprochen. Okay, 2 Gold, 39. Ziehet in Ehren. Ich werde mich vom Mount Kau finanziell erholen. Geil, und da ist das Eisenschmiedeportal. Sehr cool. Vielen Dank an unseren lieben Gnom, der uns hier mit Abkürzungen versorgt. Ja, geil. Eine etwas kleinere Weltreise. So mögen wir es. Mount Time. Nee, im Ernst, das war sein Aufmount Sound. Oh Gott, das war ja gigalost. Nee, im Ernst. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde die Elder Scrolls Welt einfach zu bedrückend. Farblos. Ich kann das nicht beschreiben, gönne aber natürlich jedem seinen seltsamen Fetisch. Ausgezeichnet. Ja, ich meine, da gibt's so drogenabhängige Katzenmenschen, ist schon relativ lässig eigentlich, ne? Ich glaube, wenn du mit denen den Mondstaub rauchst oder was das war, dann sieht die Welt auch schon wieder bunter aus. Ich hatte Skyrim auch eine Zeit lang aktiv gespielt, aber rückblickend betrachtet ist es für mich eher ganz nett und ein ganz solider Ableger von Elder Scrolls gewesen. Von der Story her aber war es eher ein schwacher Ableger. Das ist natürlich dann eine doofe persönliche Wertung, wenn man gerade da besonders viel Wert drauf legt, ne, und einen das ja nicht catchen konnte. Grüße. Schade, schade. So, Arati-Hochland wurde Wahnsinn. Gesagt. Auf. Dankeschön fürs Begleiten hier. Sehe ich das richtig, dass Blizzard eine Kooperation mit Porsche hat? Ja. Wir leben wieder in der seltsamsten Zeitlinie, oder? Sport-Talk, gnomische Ex-Freunde, Porsche in Overwatch und die Popöchenbucht. Innerhalb von nicht mal 2 Stunden. Es ist die wildeste Zeitlinie, in der wir leben. Und ich dachte auch erst, ey,
Vielleicht hat jeder irgendwie jetzt demnächst einen Porsche vor der Tür, wenn er mehr als 10 Jahre WoW abonniert hat oder wenn er die und die Season Battle Pass in Overwatch voll hat. Aber nee, es geht um Skins. Ne? Ich glaube, Diva und Reinhard oder so bekommen dann so einen Porsche-inspirierten Skin, ganz auf fancy gemacht. Und sogar der offizielle Account von Porsche hat unter diesem Social-Media-Post von Overwatch kommentiert. Wenn Leute da wild rumgemimt haben, hat der, muss man sich vorstellen, der offizielle Porsche-Account hat Memes unter einem Overwatch-Post mit Lachsmilies kommentiert, so Tränenlachsmilies. Porsche! What is happening? So, wildeste Timeline. Ich sag's immer wieder. Hast du richtig gesehen, aber musst du da auch erstmal drauf klarkommen, ne? Mats zum Teufel. Heute ist kein Retail. Nee, wenn du Lust hast unterm Stream, findest du immer den aktuellen Streamplan verlinkt. Da ist so ein Button, da musst du nur einmal draufklicken oder Ausrufezeichen Streamplan im Chat. Da spuckt unser Bot den aus. Da kannst du auch immer gerne reingucken. Da müsst du dann immer, wenn ich's geschissen kriege, alles genau stehen, wann wir wo was machen und nicht. Moin ihr Lieben. Komme von der Arbeit rein in den Stream, höre Popöchenbucht. Das macht was mit mir, aber ich bleibe mal lieber hier. Das ist erst der Anfang, ne? Man weiß es. Buddha, Hallöchen. Ja, wir sind recht erfolgreich schon. Tatsächlich, schau mal. Gürtelrune, Schuhrune, wow. Als nächstes hoffentlich eine Runenrune. Dann geht das richtig rund hier. Spoiler sind da. Ah, oh, ich habe vorhin schon geschaut, da war noch nichts. Da freue ich mich. Bin gespannt. Wir hatten ja gestern auch unsere volle One Piece Tierlist gemacht. Was auch wieder ein Minütchen länger gedauert hat als erwartet. Hat aber auch Spaß gemacht. Habe ich dann versucht zu schneiden. Und habe nicht wirklich was gefunden, was ich da hätte schneiden müssen. Die konnte ich einfach wupp einmal rüberziehen. Da braucht YouTube jetzt nur noch 7 Jahre, um das zu verarbeiten. Und dann haben wir das auch festgehalten für die Ewigkeit. Ich wollte in Skyrim nie die Drachen töten, da ich Drachen mag, hatte aber die Hoffnung, dass man sich mit den Drachen verbinden kann, und sie dann Mount oder so werden, ach so. Musste mich dann doch leider durchringen, die Drachen zu töten. Ja, das war schon cool gemacht, auch mit den Rufen am Anfang, ne? Ah, der erste Drachenfight, Junge. Schön am Anfang hoch zu den Graubärten, dieser räudige Schneetroll, bei dem ich erstmal 5 Versuche brauchte, bis ich den hatte. Scheiße, ja, ja, die Anfänge. Die Anfänge waren sehr wild. Moin. Ich denke mir immer, wenn man meint, WoW gönnt gerade nicht ein Quest-Item, dann einfach mal Black Desert Online spielen. Da gönnt das Spiel einfach ein Item nach 5000 Mobs. Das war auch so ein bisschen mehr Sandbox und Grindy, oder? Das passt ja dann in der Tat ganz gut. Habe ich noch gar nicht reingeschaut, tatsächlich. Das war grafisch, fand ich sehr interessant. Aber als ich da reinschauen wollte, war irgendwas anderes noch interessanter. Und dann habe ich auch immer nur aus meinem Umfeld direkt die Grindy-Passagen serviert bekommen, ne? Wenn da irgendwer jahrelang reinschnetzelte, dann hat sich's nie ergeben, dass ich da reingeschaut habe. Früher habe ich mehr bei anderen MMOs reingeschaut. Gut, da hatten wir auch nicht 700 verschiedene WoW-Versionen. Und da war mein Interesse noch ein bisschen größer an anderen Games. Also gut, das ist heute auch irgendwie noch da, aber damals galt es das Genre MMO als solches neu zu entdecken. Wisst ihr, wie ich meine? Da war so ein Terra, so ein Rift, ein Final Fantasy oder whatever in seinen Anfängen irgendwie nochmal was anderes als das nächste MMO, das dieses Jahr rauskommt oder so. Und da war ich regelmäßig am Hin- und Herhoppen, ja? Heute zwischen den WoW-Versionen, damals zwischen den MMOs. So, wo hatten wir jetzt hier die Info? Arati-Hochland. Ja, da müssen wir hin. Haben wir einen Marker? Da ist was. Hinweise auf eine neue Seuche. Da ist auch was. Oh! Da unten. Wir müssen Ruderboot benutzen. What the fuck? Okay. Wir machen uns auf den Weg, um das Ruderboot zu benutzen, Leute. Heilige Scheiße. WoW-Spieler erfüllen ja meist das Gewinnertypen PS-Freak-Porsche-Fahrer-Klischee. Ja, ich wusste nicht, wo der Satz hingehen wird. Aber ja, absolut, wissen doch alle, hatte in der Vergangenheit immer mit Vorurteilen genau deswegen zu tun. Ja, auch in der Berufsschule, wenn ich mit meinem WoW-Horden-T-Shirt reinkam, ne? Alle direkt, boah, shit, der ist reich und erfolgreich, ne? Heftig, der ist Bodybuilder,
So, der hat 3 Häuser, der macht den Immobilien, ne? Naja, kennt man, diese scheiß Vorurteile als WoW-Nerd. Das ist schon anstrengend manchmal auch gewesen. Wir bekommen sogar, was wir wollten bei den Spoilern. Ja, Ehre. Muss man wieder vorsichtig sein. Shoutout an alle Anime-Only-Fans, wir haben euren Rücken. Aber die müssen auch echt tapfer sein dieser Tage, ne? Holy fuck. Black Desert? Ich schnetze mich da durch, aber die Story habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ja, das ist aber so ein generelles MMO-Problem, ne? Ich wette, wir finden auch aktive WoW-Spieler, die genau dasselbe sagen. Da sind, glaube ich, alle nicht ganz fehlerfrei. Gönn dir lieber Final Fantasy 14 statt BOD. Vielleicht machen wir das demnächst sogar. Möglicherweise haben wir in letzter Zeit so oft gesagt, WoW hat jetzt ein bisschen Flaute, dass wir das vielleicht sogar in der Tat demnächst mal machen könnten. Gucken, was sich so ergibt. Man darf gespannt sein. Wir müssen hier rüber und dann dort runter. Ja, da war ich glaube ich auch noch nie. Hier drüben war ich schon mal. Ja, hier sind auch irgendwelche ranzigen Zwerge mit riesigen Sprengstoffwägen. Perfekt. Da wägen und wagen wir uns mal nicht ran. Und hier ist ein Ruderboot. Junge, hier ist man auch lang geflogen, als es in Schattenhochland ging, ne? Das war auch ein wildes Intro mit der Hordenseite, mit diesem Zeppelin. Yo, Schattenhochland muss ich eigentlich auch mal wieder questen. Das hatte ich ja in WotK Classic, habe ich immer Sangwald und Geisterlande durchgequestet. Und gestern endlich den Verheerer aus dem Kloster bekommen auf dem Pelli. Oh boy. Und dann muss ich demnächst eigentlich mal wieder Schattenhochland. Oder ich warte, bis Cutter richtig ballert. Das könnte auch sein. Ah, nein, wir haben gar keine Animation. Ach, schade, ich dachte, wir fahren jetzt Boot, Junge. Wie in Nordend, wenn man da zu diesem Halunkeneck bei den Piraten aufbricht, eine Runde Kanu fährt. Okay, wo zum Fick sind wir? Wir sind von dort hier hochgefahren. Alles klar. Was zum Teufel tun wir? Da sind wir jetzt, ja, an der Ostküste. Achso, und hier können wir die Tante jetzt finden? Na warte, ich mach mal nicht direkt Koordinaten. Vielleicht ist sie ja einfach in einer der Hütten. Die hatte ja riesen Felder angelegt, Junge. Wie soll denn eine Tante das bewirtschaften? So einen riesen Karren hier ziehen, ey. Den Boden flügen, na vielleicht hat sie ja einen Ochsen. Vielleicht bin ich der Ochse. Oh oh, darum bin ich hierher gelockt worden, Junge. Ich werd von Karren gespannt. Da unten soll sie sein. Sie ist nicht bei den Häusern. Sie hat sich hier nicht in ihren Zwergenbutzen schön was bequem gemacht. Sieht nicht so aus. Okay, oh oh. Bin aufgeregt, Leute. Ist ganz neu. Ich war hier noch nie. Imagine. In WoW. Ein Ort, wo ich noch nie war. Gleich hibbel ich wieder. What is happening? Da. Da steht sie. Level 40. Ich glaube, ich sollte mich buffen. Ja? Ja? Und was ist das hier? Eine Katze. Oh. Und die Katze sitzt auf einer anderen toten Katze? Okay, keine weiteren Fragen. Jo, kriege ich die Waffe? Moin. Ilari kneift skeptisch die Augen zusammen. Was macht ihr hier, Nachtelf? Ich hab doch diese Allianzlager in ihr habt doch diese Allianzlager in Desolas angegriffen, oder nicht? Ja, und ich würde es immer wieder tun, wenn diese verfluchten Marschalle nicht so hartnäckig wären. Aber ihr seid eine Nachtelfe. Warum solltet ihr so etwas tun? Karl, das tötet Leute. Kalimdor gehört den Kaldorei. Ich weigere mich, es von niederen Völkern entweihen zu lassen. Unsere Anführer tun so, als wären Allianz und Horde so verschieden, aber sie entwürdigen unser Land gleichermaßen. Seht ihr nicht, wie die Zwerge der Erde alles rauben, was sie nur können? Glaubt ihr etwa, der Drang der Menschen nach Ausbreitung wird sich nicht eines Tages nach Tel Drassil führen lassen, mitsamt Klingen und Fackeln in den Händen? Ja, sie besitzt hier eine interessante Weitsicht, würde ich sagen. Mehr oder weniger korrekt. Der Gedanke, dass mein Volk sich diesem Ungeziefer wegen ein paar orkischer Holzfällerlager unterworfen hat, erbärmlich. Wenn unsere Anführer uns nicht beschützen können, dann werde ich tun, was getan werden muss. Kann ich in Katzengestalt? Nein, kann ich nicht. Oh Scheiße, die haut mir doch gleich in die Fresse. Die Leute, die ihr getötet habt, waren Zivilisten. Eure Taten sind abscheulich. Ich fühle mich eurer Sache verbunden. Kalimdor gehört uns und uns allein. Das ist ja geisteskrank. Also, wenn wir sie natürlich beschuldigen,
was ich tun würde. Ja, weil was zum Fick? Dann haut sie uns bestimmt auf die Fresse. Aber das ist bestimmt eine Alli- oder Nachtelfen-Option, wa? Ich fühle mich eurer Sache verbunden. Das kannst du als Ork vermutlich nicht machen. Kalimdor gehört uns und uns allein. Aha, alle anderen als Elfen müssen kämpfen bei der Rune. Oh, je nach Klasse, Volk, unterschiedlich. Cool. Ich sag mal, ich bin dabei. Sind wir natürlich nicht. Wir messern die dann an einem anderen Tag weg, ne? Aber... Oh, die gibt's mir einfach so. Geil. Hilaris Mine entspannt sich, wenn auch nur leicht. Es tut gut zu sehen, dass manche meiner Geschwister von den Kaldurei noch Kampfgeist besitzen. Ich möchte euch etwas geben. Sie reicht mir einen Schlüssel. Damit könnt ihr die Truhe in der Hütte in der Nähe öffnen. Ich habe auf meinen Reisen einige mächtige Gegenstände gefunden. Und ich möchte sie mit jemandem teilen, der an meine Sache glaubt. Bleibt stark, Blätter Bernd, und möge Elun über euch wachen. Wow! Okay, wir haben ihren Schlüssel. Und wir können nicht nochmal irgendwas machen. Boah, das ist ja komplett räudiges Mindset. Heftig. Sehr coole kleine Storyline. Das hat sich in der Tat gelohnt, da reinzulesen. Das hat's und so. Warte, da drüben ist es? Dachte hier oben. Warum fasziniert mich dieses Haus so? Irgendwas ist doch damit. Irgendwas muss dieses Haus an sich haben. Wild. Findet immer schade, dass Drachen meistens als Gegner genommen werden, anstelle von Verbündeten. Klar ist cool, so eine riesen Echse zu fighten, aber es wäre noch cooler, die Echse zu sein oder als Verbündete zu haben. Keine Anspielung auf Dragonflight oder die Draktür. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Aber ja, meistens bieten sie sich schon als Gegner an. Ja. Feuerspucken, Schuppen, riesiger Schweif. Boy. Benutzt den Schlüssel, um die Truhe aufzuschließen. Im Innern der Truhe findet ihr eine kleine Schatulle und einige Münzen. Nice. Und da ist unsere Rune drin. Rune der Finsternis. Dö. Gürtel prägen. Finsternis. Cool. Was war hier unten gerade? Bei Hörn. Ist Hörn einer von uns? Ne, der ist vom Wolfsrudel. Hast du Bock beim PvP-Event zu healen? Grad schlecht, aber... Danke, schreibe ich mal. Ey, wir werden häufig angefragt hier, auch von Nicht-Gilden-Membern. SOD ist wieder tot, Leute. Es gibt auch hier Heilermangel. Scheiße. So, wo waren wir jetzt? Gürtel, oder? Finsternis, ja. Sternenfeuer. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei eurem nächsten beiden Einsätzen von Zorn um 30%. Und Zorn verringert die Zauberzeit eures nächsten Einsatzes von Sternenfeuer um eine Sekunde. Beide Effekte lassen sich bis zu 4-mal stapeln. Bei beiden Zaubern besteht außerdem jederzeit eine Chance von 70%, dass ihr keine Zauberzeit verliert, wenn ihr Schaden erleidet. Oh, nice. Sehr nice. In Retail muss man einmal dahin für ein Secret. Oh, tatsächlich. Waste of Time, dieser Zeitgürtel mit der Uhr drin. Ah, stimmt, das habe ich nicht gemacht. Muss ich eigentlich auch mal machen. The fuck, warum habe ich das nicht? Wer ist das denn hier? Sepp Po. Der kommt bestimmt aus der Popöchenbucht. Willst du PvP-Event teilen? Frage für einen Freund. Du hast gar keine Freunde, Smiley. Okay. Gut, dann Kuss geht raus an Seppo. Und wir können gucken, wo wir unsere nächste Rune holen. Erwischt. Kuss an der Stelle. Und... Da haben wir einfach die Flüsternachrichten überführt bekommen, Leute. Wir haben jetzt noch einen Startpunkt in den Sümpfen des Elends. Und wir haben noch einen in ebenfalls den Sümpfen, kann das sein? Rotting Ancient, Dustwallow Marsh. Das ist doch Sümpfe, oder? Lass mal gucken. Nein, das ist Düstermarschen. Oh, Düstermarschen. Okay. Das bedeutet, da könnten wir auch noch gucken. Und dann haben wir noch diese dunklen Reiter, aber die machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Das ist, glaube ich, diese größte Weltreise, die wir haben. Darum ist jetzt die Überlegung. Gucken wir erstmal nach Sümpfe des Elends oder erstmal nach Düstermarschen.
Wir könnten Ruhestein ziehen und zu den Sümpfen gehen. Oder Mondlichtungsport, Ruhtiran und irgendwie Richtung Düstermarschen. Oder mit dem Schiff vom Sumpfland aus. Würde auch gehen, ne? Portal nach Eisenschmiede wieder, wenn du willst. Damit wir dann, ne, das easy connecten können. Ja, aber dann wäre es vielleicht clever, dass wir erst einen Ruhestein ziehen, dann in die Sümpfe da den Anfangspunkt holen. Ah, das ist ja tricky jetzt. Ich weiß nicht, wie ich anfangen will. Wie geht denn das weiter? Sümpfe des Elends, Schlingdorntal, Arati, Hochland, Desolas, Junge. Ach du Scheiße. Das ist eine ordentliche Runde. Und das andere ist, Anfang in den Düstermarschen und dann Altaak, Arati, Sümpfe des Elends, Schlingdorntal. Ja, das ist ja beides eine wilde Reise, ne? Ich glaube, wir fangen einfach mit einem von beiden erstmal an. Pass mal auf, bevor wir stundenlang überlegen, mache ich erstmal das, was in den Sümpfen des Elends anfängt. Und dann können wir da nachher immer noch gucken, bevor das hier zu wild ausartet. Fang bei den Sümpfen an. Ah, da kannst du die Quest für die Reiter schon holen. Ach, guck. Okay. Und damit du bei denen schon beginnen kannst, während du die restlichen machst. Das wäre so eine Überschneidung dann, ne? Reiter dauern sonst so 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, wie viele Leute du hast. Magier, Hexer, Flugpunkte und so. Interessant. Okay. Cool, danke für eure Tipps. Dann machen wir uns in die Sümpfe des Elends. Und da brauchen wir auch auf dem Gebirgspass, ne? Gebirgspass der Totenwinde. Da startet auch der Bums mit den Reitern. Da müssen wir mit so einem Dalaran-Agenten sprechen. Und dann bekommen wir das, was diese Reiter aufdecken kann. Heieiei, gut, das können wir connecten. Huh, na, das ist ja ein Hin und Her hier wieder, wa? Dann fliegen wir erstmal Richtung Dämmerwald. So, und dann geht das los. Wunderbar. Wäre lustig, wenn das jetzt nicht Seppo ist, sondern random. Alter, imagine. Einfach komplette Ehre entwendet. Ich glaube, das könnte ich nicht. Dann müsste ich wieder in mein 13-jähriges PvP-Ich zurück. Dann würde das vermutlich funktionieren. Aber jetzt, direkt so aus dem Affekt, da glaube ich, da könnte ich gar nicht mehr. Da würde ich dann tagelang starke Schmerzen haben. Bin ich zu sozial geworden, ja. Kann ich nur Leute mies verarschen, die ich auch kenne. Kannte man die Reiter eigentlich schon vorher? Nicht kannte, sondern kann man die schon vorher machen, bevor man beim Gebirgspass war? Ich würde sagen nein, weil du musst diesen Anfang ja holen. Du kriegst, glaube ich, irgendein Relikt, ne? Ich habe es gerade nur überflogen, aber so wie ich es gelesen habe, würde ich sagen, nö. Beim Questen nebenbei mitnehmen. Ich glaube, du brauchst den Auslöser. Man könnte aber doch theoretisch, man braucht das Ding nur, um die Reiter zu rufen. Ah, da reicht einer in der Gruppe. Okay, du brauchst also einen, der das gestartet hat, der das Relikt hat. Und dann kannst du quasi mitmachen. Ah, okay. Ja gut, Theorie und Praxis, ne? Kann da durchaus ein bisschen auseinandergehen. Guck mal. Du bist schwach geworden. Zum Abhärten erstmal wieder 2 Wochen Counter-Strike und sich mit Russen kloppen. Ja, erstmal schön League of Legends Support auf der Botlane, ne? Dann weißt du, was wahrer Krieg ist. Da haben ja ehemalige Veteranen aus den USA gesagt, nach so einer Runde LOL, das war ihr persönliches Vietnam. Und die waren in Vietnam. Ja, aber Botlane Support in einer random Gruppe, holy shit. Dann aus Versehen Kill geklaut, na, da erlebst du Sachen, ne? Da würde dir der Panzer wegfliegen. Da sind unsere Tortolaner-Freunde wieder dabei. So, auf zum Gebirgspass. Da ging doch hier direkt rüber, oder? Ja, da haben wir als alle ja einen schönen Flugpunkt. So mögen wir das. Du kanntest das nicht. Ich such die, dachte mir, dass das ein Joke ist, weil der Ort sicher in 10 versteckten Orte-Videos war. Aber gut, man muss auch ein Nerd sein, um sich die alle anzuschauen. Genau. Bin auch kein Nerd und guck mir YouTube-Videos an. Mach einfach selber welche. Nächstes Video kennt ihr schon diesen versteckten Ort. Junge, let's go. Dann wirklich so tun, als wäre man der Erste, der den überhaupt gefunden hat, ne? Fantastisch. So, Mount nicht vergessen hier als Dudu, ganz wichtig. Reisegestalt ist nur für Noobs. Und hier hatten wir diese wunderbaren Vögel, die, glaube ich, Level 55 waren.
Vor denen hatte ich immer richtig Schiss, Mann. Gebirgspass der Totenwinde. Oh, ich dachte, das ist einer. Aus dem Augenwinkel nur gesehen, Bruder. Ich dachte, was hat der denn für ein Speed drauf? Dann müssen wir wohin? Zu 52, 35. Da soll dieser da... Okay, das ist auf jeden Fall eine Hütte. Da soll der Dalaran-Agent sein. Bei dem kriegen wir dann diese Startrelikt-Bummens. Ja. Man muss aber Schaden machen. Und die sind Level 42 Elite. Heilen reicht nicht. Also Auto-Hit-EDC und mindestens ein Schaden drauf. Okay. Reicht also auch nicht, dann nebenbei zuzugucken, ne? Zu hoffen, dass da irgendeine Gruppe kommt. Man muss ein bisschen mitmachen. Wo die Artefakt-Quests waren. Ja, guck mal. Das hing ja zusammen mit den Reitern, mit Ariden, ne? Da hatten wir ja auch zu Legion-Zeiten einiges aus Unterkarasan geborgen, ne? Wo wir dann diese Relikträume hatten, wo wir ja leider nicht alles mitnehmen durften, nur war ich ja traurig. War ich ja enttäuscht, dass ich da nicht so plündern konnte, wie ich wollte. Geht das hier schon rein? Nee, wir müssen von der anderen Seite ran. Ich supporte dich mit dem besten CC überhaupt, der Tod des Gegners, ja. Da wird er sich da zweimal überlegen fürs nächste Mal, ne? Wenn der tot ist, Junge, der klaut nicht nochmal einen KitKat von der Kasse.